Vielen Dank für die Begrüßung und den Applaus. Ihr habt mich ja schon vorgestellt, wie ich heiße, das wisst ihr ja jetzt. Ich komme aus einem Dorf, Angelburg-Lixfeld, das ist da in der Nähe von Marburg, also Marburger Kreis komme ich her. Das ist schon noch, war auch eine Strecke zu fahren bis hierher. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal was gehört habt von Esoterik, okkultischen Sachen. Auf jeden Fall, ich habe das früher, als ich davon noch nichts gewusst. Für mich war das damals so, ich hatte so Sachen mit Esoterik überhaupt nie was zu tun gehabt. Ich habe das immer als Humbug gedacht, das stimmt alles nicht, das ist alles Blödsinn. Aber ich wurde eines Besseren belehrt dann, als ich da reingekommen bin. Und darüber möchte ich euch jetzt mal berichten. Es fing bei mir in 2008 an. Und zwar, ich ging immer in so ein Nagelstudio. Die Frauen kennen das, Fingernägel machen lassen und so. Und diese Frau, die diesen Laden betrieben hat, die hatte dann irgendwie so die Idee gehabt, dass ich mir doch mal irgendwie mal Karten lesen oder so Sachen mal mit mir machen lassen wollte. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Und die hatte noch eine Türkin als Praktikantin da gehabt. Und die meinte, ja, ich sollte doch mal so einen türkischen Kaffee trinken und die wird mir aus dem Kaffeesatz lesen. Und ich also belustigt, ja klar, machen wir dann. Und hatte ich mich überreden lassen, denke, okay, machen wir das. Ich trinke den Kaffee, die Türkin fängt an, aus dem Kaffeesatz zu lesen. Und ich war zu der Zeit auch noch Single. Und da dachte ich, okay, und da fing sie an zu erzählen. Da hat sie gemeint, oh, da ist ein Mann unterwegs, der auf mich zukommt und dass man mein Partner wird. Und ich habe noch so scherzhalber gesagt, okay, wo ist der denn? Ist der im Bermuda-Dreieck verschwunden oder was? Also ich habe da noch mein Schätzchen drüber gemacht. Und wie ich dann aus dem Laden raus bin, da spukte das also durch meinen Kopf. Und ich denke, okay, was sie da also erzählt hat. Naja, da bin ich nach Hause gefahren. Und wie ich dann zu Hause war, habe ich den Fernseher angestellt, zappte da so rum. Und da bin ich auf den Sender Astro TV gestoßen. Und ich denke, okay, was ist das denn? Und dann habe ich da reingeguckt und da habe ich dann halt diese Leute da gesehen, die haben dann so Karten gelegt, die hatten Kontakt zu Engeln, die hatten Kontakt zu Jesus und auch Jenseitskontakte. Wow, denke ich, das ist aber interessant hier. Und seitdem, wie ich da reingeguckt habe und habe mir die mal alle angeschaut, die ganzen, die das immer täglich da machen in dem Sender. Und ich fand das so interessant, ich hatte nachher nichts mehr Besseres zu tun, als wie von der Arbeit nach Hause zu kommen, mich ja hinzusetzen und Astro TV zu gucken. Und ich war so fasziniert davon. Ich habe dann von Heilsteinen gehört, so mit Rosenquarz und alles. Und ich habe früher noch nie was mit Stein oder sonst was zu tun gehabt. Und dann haben die alles so erzählt da in dem Fernsehen. Und ich dachte, ja, toll, wie komme ich denn mal so dran? So würde ich auch gerne mal so Interesse daran. Und irgendwann habe ich dann mit meiner Freundin mal darüber gesprochen. Und die hat dann gemeint, oh, in Dilleburg, da wo ich damals gearbeitet habe, da gibt es so einen Steineladen. Und ich denke, so toll. Und bin dann auch gleich mal dahin und bin in den Laden dann rein. Und da drin. Und dann fing die Frau schon gleich an. Die war eine Reiki-Lehrerin, war sie. Und da fing sie gleich an, ja, ich weiß, was du für Steine brauchst. Und hat mir schon gleich die Steine gezeigt, Rosenquarz und alles Mögliche. So Steine, die man als Halsketten anzieht, damit die Chakren freigesetzt werden. Und ich denke, okay, und kaufte ordentlich schon Steine mit ein. Und dann fing die Frau auf einmal an und erzählte aus meinem Privatleben, also von meiner Familie, die ja gar nicht kannte. Die hat mir dann Dinge erzählt und ich dachte, woher kann die das denn wissen? Die kennt mich doch gar nicht, die Frau. Und dann habe ich die gefragt, sagen Sie mal, woher wissen Sie denn die ganzen Sachen von mir? Sie kennen mich doch nicht. Und da habe ich die gefragt, haben Sie irgendwelche Kontakte in die geistige Welt? Ich kannte das ja von Astro TV. Und dann hat sie gesagt, ja, das hätte sie. Sie hätte da Kontakt in die geistige Welt. Wow, habe ich gedacht, wie kann man das denn kriegen? Wie kann man denn Kontakt dazu kriegen? Und da sagt sie, dazu bräuchte ich eine Weihung. Ich so, eine Weihung, okay. Ja, sie müsste da in Kundalini Reiki eingeweiht werden. Und ich denke, okay, das hört sich ja alles ein bisschen komisch an. Weihungen, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das. Ich möchte auch das alles so lernen, Kontakt zu haben, dann mit Jesus, mit den Engeln, mit Verstorbenen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das mit dieser Weihung. Und ich sage, oh, mache ich auch.
Ich habe mich überhaupt nicht dahinter gefragt, ich habe nichts gegoogelt, gar nichts, ich habe mich überhaupt nicht da mal schlau gemacht, was das eigentlich bedeutet. Ich war einfach nur so fasziniert davon. Und dann, wie ich den Laden verlassen wollte, da sagte die Frau noch zu mir, ich hätte den Erzengel Michael an meiner Seite. Oh, denke ich, Erzengel Michael, den kannte ich ja noch von früher aus der Bibel, von der Bibelschule und Bibelstunden her. Denke ich, wow, Erzengel Michael. Und ich dachte, so ein starker Engel, den habe ich an meiner Seite. Sagt sie, ja, das wäre mein persönlicher Erzengel. Oh, da war ich ja natürlich ganz platt. Und ich habe gedacht, okay, mach mit der Frau einen Termin für die Weihung aus. Die hat mir dann die ganzen Papiere da mitgegeben für ein Kundalini-Reiki. Ich das mit nach Hause genommen, mir mal angeschaut, aber trotzdem nichts hinterfragt. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Es hieß ja auch immer, du darfst mit niemandem darüber reden, weil das kann keiner verstehen. Das habe ich immer wieder gesagt gekriegt. Und naja, dann kam dieser Tag, wo ich eben diese Weihung erhalten sollte. Und ich bin dann wieder in ihr Laden reingekommen. Und die Frau hat mich dann hinten in so einen Raum reingebracht, der recht dunkel war. Naja, da waren ein paar Kerzen an. Und da hat sie gemeint, so, ich müsste mich jetzt da auf diese Liege drauflegen. Dann hat die so ein paar Steine, solche Heilsteine da auf mich gelegt, dass die Chakren offen werden und hat sich dann mit der geistigen Welt verbunden und hat dann Engeln herbeigerufen, Meistern, alles Mögliche hat die herbeigerufen. Und ich lag dann da und dann hat sie ihre Weihung da vollzogen und da hat sie zu mir gesagt, ja, das hat aber nicht geklappt bei mir und ich war total enttäuscht, habe ja auch Geld dafür bezahlt, nicht dort wenig. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wieso hat das dann nicht gewirkt und geholfen? Ja, meine Seele würde sich dagegen wehren. Das sag ich, das kann doch nicht sein, gell? Naja, sagt sie dann, sie könnte mir da nicht helfen, es hätte nicht funktioniert. Aber sie kennt ein Medium, die hat noch viel mehr Kräfte und ist noch viel mehr, was sie an Gaben hat. Und die könnte mir dabei helfen. Und ich denke, okay. Dann hat sie mir die Nummer gegeben, die Dame war in Bayern, hatte die halt als Medium tätig. Und ich habe dann die Kontaktdaten bekommen und bin dann nach Hause gefahren. Gut, total enttäuscht, frustriert, hat nicht geklappt. Ich mit meinen Eltern auch gar nicht darüber geredet, was ich alles hier verpraxe, alles für mich behalten. Und dann war ich zu Hause, habe mich hingelegt ins Bett und ich habe noch nicht geschlafen. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich betone das, nicht geschlafen, weil auf einmal war eine unsichtbare Macht in meinem Zimmer. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und diese Macht hat mich vergewaltigt. Also wirklich vergewaltigt. Ich konnte das richtig spüren. Ich konnte was spüren und ich konnte mich gar nicht wehren. Ich habe so einen Schreck gekriegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich liegst in deinem Bett, auf einmal kommt irgend so ein Wesen auf dich zu, was du nicht sehen kannst, du kannst es aber spüren und es hat mich voll vergewaltigt. Das ist wirklich so. Das war ganz schlimm für mich. Und den anderen Tag, total aufgelöst, total fertig, habe ich dann diese Frau angerufen, diese Reiki-Lehrerin aus Dillenburg und habe der davon berichtet, was da passiert ist, was da los ist. Sag ich, da war irgendein Wesen bei mir und hat mich vergewaltigt. Da sagt sie, ach ja. Das sind dann so die kleingedruckten Sachen, die man nicht gesagt bekommt, was dann passiert, wenn man sich da einlässt mit. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, was du meinst. Und hat sie gesagt, das sind Dämonen und Geister, die dich da angreifen. Ach, sag ich, ich dachte, das hätte gar nicht gewirkt mit dieser Weihung. Peng, hatte ich meinen Salat. Und das, wie gesagt, das wurde mir nicht vorher gesagt, was da passiert. Wurde immer nur von Engeln gesprochen und von Gott. Aber es wurde nie erzählt von Dämonen oder Geistern. Das habe ich dann persönlich den Abend. Ich kann das jetzt alles so locker erzählen, weil ich bin ja frei davon, ja. Aber das war damals für mich eine ganz schlimme Situation. Ganz schlimm. Mir ging es richtig dreckig. Ganz schlimm. Und sie hat dann halt gemeint, ich müsste dieses Medium anrufen in Bayern. Die könnte mich von diesen Dämonen und den Geistern ablösen. Das müsste ich jetzt so haben. Und ich denke, okay. Ich dann diese Frau da angerufen, dieses Medium in Bayern, musste auch Geld dafür bezahlen. Und dann hat sie dann angefangen mit diesen Ablösungen mit mir und dann hat sie halt festgestellt, ja, das ist ein Geist, der das mit mir da macht. Da muss in meiner Kindheit irgendwas passiert sein. Kinder-, Jugendalter.
muss irgendein Übergriff gewesen sein. Und dann, wie die das so erwähnte, da fiel mir nämlich ein, dass ich in meinem Jugendalter, also Kind-Jugendalter rein, da hatte ich mal eine Sache erlebt. Ich habe immer für meine Eltern, hatte ich immer bei so einem Kurheim, hatte ich immer Hasenfutter geholt, weil mein Vater hatte ganz viele Hasen. Und da war ein älterer Mann und der hatte mich damals versucht zu vergewaltigen. Aber ich konnte dem Mann entfliehen. Und da hat die Frau gesagt, dieses Medium, das wäre dieser Mann. Und den hat sie dann von mir abgelöst. Alles schön und gut, dachte ich, jetzt hast du es ja los. Aber es war nicht so. Es ging immer weiter, der Spuk. Ich habe immer wieder Übergriffe gehabt, nachts, tagsüber. Ich habe Energien gespürt, aber ich war trotzdem immer positiv noch so darüber eingestellt. Ich habe gedacht, okay, das ist einfach so. Und dieses Medium auch von Bayern hat ja auch zu mir gesagt, ich hätte ganz starke Gaben und Fähigkeiten, ich könnte auch ein Medium werden. Und ich dachte, wow, ich ein Medium, das ist doch cool. Ach, sag ich, kann ich dann auch Methoden sprechen und so. Ja, kannst du. Und ich habe mich dann auch weiter weihen lassen. Also ich bin dann von diesem Medium, das war dann wirklich mein, und das alles übers Telefon, alles so geregelt. Dann hatte ich habe sämtliche Weihungen von Kundalini, die ganzen Weihungen von ihr erhalten und auch andere Weihungen erhalten, um zu Feen und auch zu Engeln Kontakt zu kriegen. Ich habe nachher auch Sachen gesehen, ich habe Farben gesehen auf einmal und ich habe jedes Mal Geld dafür bezahlt und das ist nicht billig. Aber es hat im Endeffekt, hat es mir nicht viel genutzt. Ich hatte zwar Fähigkeit, ich konnte auch so Energien flossen bei mir, ich konnte auch die Heilsteine, da floss auch Energie durch. Ich sage es mal so, diese Steine an sich, man kennt ja die Rosenquarz und all so Steine, ne? Die sind ja im Prinzip gar nicht schlimm, aber wenn man die in diesen Esoterikläden kaufen tut, dann sind die schlimm. Die sind nämlich alle geweiht, da fließt tatsächlich eine Energie raus. Das war bei mir damals so, als alles Erstes, was ich gemerkt hatte, wo ich die Steine angelegt habe, dass da was rausfloss. Und das hat wirklich ganz schön heftig. Also das Finger weg von den Läden, diese Steine, wer gern sowas mag. Und ja, und ich habe dann halt immer mehr diese Weihungen erhalten. Ich hatte mehr Kontakte. Plötzlich melden sich auch der Engel bei mir. Dann meldet sich der Erzengel Michael. Und ich dachte, wow, der Erzengel Michael. Ich konnte auch diese Energien spüren. Ich konnte die Präsenz auch spüren. Und ich konnte mich auch damit unterhalten. Ich konnte mit dem Erzengel Michael konnte ich mich unterhalten. Ich habe den Fragen gestellt, alles Mögliche. Und er hat mir auch geantwortet. Und ich war, weiß nicht, aber das war für mich so richtig, in dem Moment, ich war so verblendet. Meine Eltern, die waren schon Christen damals und die haben auch schon alt zu mir gesagt, Mädchen, mit dir stimmt was nicht. Ich war total abwesend, ich war aggressiv geworden und die haben immer gesagt, nö, das ist nicht der richtige Weg. Ich habe gesagt, doch, das ist der richtige Weg. Also es hatte überhaupt keinen Einfluss auf mich. Keiner, alle haben mich immer gewarnt und ich habe gesagt, nein, alles ist hier richtig, alles ist in Ordnung. Aber es war gar nicht in Ordnung. Im Gegenteil, es wurde ja alles schlimmer bei mir. Aber ich wollte davon nichts hören, überhaupt nichts hören. Und so habe ich immer weitergemacht. Ich habe mich weiter weihen lassen. Ich habe auch Sachen, wie gesagt, ich habe auch behandelt. Ich habe auch meine Schwester, die habe ich mal behandelt, meine Mutter habe ich mit diesem Reiki behandelt und die haben das, da floss auch Energien auch raus. Aber ich bin auch dankbar, dass denen jetzt so nichts passiert ist. Also ich war schon, nachher war ich schon dankbar darüber. Aber es war, das war schon heftig, wo ich immer wieder da angerufen hatte und habe immer wieder, keine Ahnung, ich hatte einfach keine Chance gehabt, diese Sache von mir loszukriegen. Ich war immer irgendwo, wollte ich noch positiv da durchgehen und dachte, das wird noch, das wird und das wird noch. Aber ich habe immer wieder gemerkt, es hat nicht viel geholfen. Und trotzdem war ich immer noch stur dabei und habe immer weitergemacht. Und ich hatte sogar noch so eine Sache dann gehabt, dass auch der Erzengel Michael, hatte mir gemeint, so ein Channeling hatte ich mit ihm und da hat er gemeint, ich sollte meiner Schwester sagen, dass die Krebs hat, Brustkrebs hat. Und ich war so damals davon überzeugt, dass ich das auch alles so mit der gesprochen habe. Ich habe die dann zu mir gebeten und habe gesagt,
ich habe hier eine Botschaft für dich aus der geistigen Welt und habe ihr das halt so erzählt, dass du Krebs hast und dass du dich da behandeln lassen müsstest. Meine Schwester hat damals schon, die wusste ja, was mit mir also passiert schon war, die hat das zum Glück nicht so ernst genommen. Also ich habe das so ihr gesagt, wie die Botschaft so war, aber die hat es zum Glück nicht so ernst genommen. Es war schon ziemlich eine krasse Sache. Und da habe ich auch, wie gesagt, ich war immer noch trotzdem alles im Positiven, obwohl ich Tag und Nacht nachher Übergriffe gehabt habe. Also ich war wirklich, ich hatte überhaupt gar keine Ruhe gehabt. Immer Folterungen und immer haben die mit mir geredet. Und ich habe sogar, wurde überredet, dass ich Lotto spielen sollte. Und hat mir sogar Zahlen, habe ich gesagt, bekommen. Ich habe die Zahlen auch so eingegeben. Und dann habe ich dann nachher dann am Fenster, dann zu Hause da am Fernseher gesessen und habe die Lottozahlen abgewartet und habe gedacht, wow, hat schon hier den Sekt dahingestellt, ich gewinne ja jetzt, weil ich habe es ja gesagt gekriegt. Und da kam gar nichts. Gar nichts gewonnen, überhaupt nichts. Und ich habe dann wieder dieses Medium da angerufen und habe dann auch gesagt, was ist denn hier los? Und sie meinte dann halt, ja, ich müsste halt den Unterschied kennenlernen zwischen den Guten und den Bösen. Da habe ich gedacht, okay. Und ich habe das natürlich alles versucht. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich bin immer wieder, es war für mich, kam da alles nicht so richtig das Positive. Aber ich habe immer dran festgehalten. Aber ich war mittlerweile auch schon eine so richtige Marionette geworden vom Teufel. Richtige Marionette, der konnte mit mir wirklich so vieles machen. Es hat auch im Haus schon richtig gespukt. Ne? Und ich habe auch, wo ich im Schlafzimmer da lag, da habe ich auch so einen ganz ekelhaften Kreatur gesehen, die lief an der Wand entlang, ganz fürchterliche Kreatur. Das hat mir damals auch ganz schön Schreck eingejagt. Und also das war alles nicht so lustig. Aber es hieß auch immer, ja, das gehört nun mal dazu und das schaffst du auch und ich soll mit niemandem auch darüber reden. Und ich habe das auch gar nicht so darüber gesprochen. Also ich war wirklich so fest überzeugt, dass ich das Ziel noch erreiche. Und dann war ich dann ja auch schon so weit gekommen als Medium, dass ich auch plötzlich auch Kontakt dann auch krachte zu Verstorbenen. Plötzlich meldete sich mein verstorbener Opa, verstorbene Oma. Die haben sich dann angekündigt und ich habe auch so eine Präsenz gespürt. Und ich habe geheult, ich war voll emotional. Ich habe hallo Oma, hallo Opa. Und habe mich mit denen unterhalten und die wussten alles, die konnten mir alles beantworten. Ja klar, der Teufel weiß genauso alles, wie auch Gott das weiß. Ne? Das war mir ja da auch nicht bewusst. Mir war ja auch damals noch nicht da, zu der Zeit auch nicht bewusst, dass es auch nicht die richtigen Engel sind. Ne? Ich habe echt gedacht, da kam noch der Gabriel dazu, da kamen noch andere Engel dazu. Und ich hab so viele Sachen gespürt und gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen in dieser Welt da. Und ich war mittlerweile so tief da drin, dass ich, keine Ahnung, ich habe einfach nur noch wahrscheinlich vor mir hin vegetiert. Also ich war überall, wo ich hinkam, immer habe ich das, diese Energien total gespürt. Und ich habe immer wieder Ablösungen gebraucht. Immer wieder wurde ich behandelt von den Medium. Da bin ich auch wieder in den Laden dahin gegangen, bei der Reiki-Lehrerin, habe da immer Sachen gekauft. Ich habe da Feen, Göttin, ich hatte Kontakt dann auf einmal zu Feen und alles. Und das hat sich auch alles so angefühlt und auch alles so gespürt, so als wäre das wirklich real. Es war ja auch in dem Sinne auch real. Und ich dachte, das wäre ja alles positiv noch. Und aber diese Ablösungen und was die da meinten, das hat aber nicht wirklich geholfen. Und das war so schlimm, dass auch meine Eltern, die haben auch richtige Angst dann gekriegt. Ne? Die haben gesagt, hier ist der Teufel im Haus. Aber ich war immer so eingestellt, nee, aber ich habe trotzdem auch gemerkt, was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich kam da gar nicht mehr aus dieser Sache sowieso nicht mehr raus. Ich habe immer daran festgehalten und gehofft, dass das noch was wird. Aber irgendwie war es nicht so. Ich habe dann einfach auch, man hat sich immer so an das Positive noch festgehalten. Ich habe sogar gedacht, naja, okay, wenn du jetzt immer wieder so Weihungen bekommst und wirst immer stärker und hast mehr Fähigkeiten und Gaben,
dann schaffst du es auch. Aber es war nicht. Ich hatte mittlerweile jede Menge Urkunden an Weihungen gehabt, da alles voll, was ich alles gekriegt habe und habe auch gedacht, ich könnte mich dann auch in was selbstständig machen, dass ich auch selber mal so eine Beraterin werde, dass ich auch mal so ein, ja, sowas wie AstroTV da irgend sowas arbeite, dass ich auch Leute mit Reiki behandeln kann und dass ich die da auch mit gesund machen, heilen kann. Das habe ich schon gedacht, dass das war so mein Ziel, dass ich das auch dann, also berufsmäßig dann auch so in die Richtung wollte. Und wie gesagt, das ging ganz schön lange, die Zeit. Ich habe das über ein Jahr, habe ich das so alles mitgemacht. Immer diese Höhen, diese Tiefen, diese Weihungen dazwischen, Ablösungen. Und also es war ganz furchtbar. Ich konnte es auch schmecken. Ich konnte es auch schmecken. Ich habe auch Schwefel gerochen. Das war ganz furchtbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man, das ist wie wenn eine, ja, ich sag mal leider, eine Prostituierte, die Tag und Nacht missbraucht wird. So war das bei mir aus der unsichtbaren Welt. Tag und Nacht wirklich gefoltert, nicht nur sexuell, sondern auch anders gefoltert. Die haben einen wirklich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe keinen Schlaf mehr gekriegt, ich kam dann auf die Arbeit, ich habe oft krank feiern müssen, weil ich einfach nicht konnte. Ich habe nachts nicht mehr richtig schlafen können. Die haben mich nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe auch, wie gesagt, ich habe ganz viel gelernt in der Esoterik. Ich habe Rituale gelernt. Ich hatte ganz viele Sachen, die ich zu Hause auch anwenden sollte, was ich gelernt habe, um mich dagegen zu wehren. Und überhaupt, was man mit der Verbindung so machen muss, wenn man mit Engeln in Kontakt kommen möchte, mit Gott oder mit den Verstorbenen. Da gab es Rituale zu machen und da gab es alles, was du genau machst. Und das habe ich auch alles gemacht. Es hat nur, wie gesagt, es hat nicht viel geholfen. Es hat trotzdem, war immer wieder das Böse da. Ich war bei mir sogar, war es dann gewesen, dass meine Cousine, die kam dann mal zu mir und hat gemeint, ich will mal auf den Friedhof, da mal gießen, möchtest du mal mitkommen? Ich habe gesagt, ja, okay, ich komme mit dir. Und ich gehe auf den Friedhof mit ihr hin. Und dann merke ich auf dem Friedhof, wie auf einmal wie lauter so Hände, die an mir rumtatschten. Das war ganz furchtbar. Also ich habe so, das war so eklig und so Panik habe ich da gekriegt. Jetzt konnte ich ja meiner Cousine, die wusste ja von gar nichts, ich wäre am liebsten ausgeflippt. Ich konnte ja nicht sagen, hier packt mich alles was an und ich spüre hier alles. Aber ich war total, das hat mich total fertig gemacht. Das war ganz, ganz furchtbar. Und ich weiß, da bin ich nachher nach Hause und dann habe ich dann zu Hause mich hingesetzt und habe dann diese ganzen Rituale, alles, was ich gelernt habe, was ich machen muss, habe das auch gemacht, damit ich da wieder frei von werde, von diesen ganzen Sachen. Das hat nur mal kurz angehalten, aber da war es schon wieder rum. Und von da an konnte ich gar nicht mehr richtig auf den Friedhof gehen. Ich bin immer mit meiner Mutter, als sie damals noch lebte, da sind mir immer beim Opa hin und haben da das Grab gegossen. Ich bin da öfters mitgekommen. Aber ich hatte so eine Angst gehabt, wenn ich da mitgefahren bin. Ich hatte voll die Panik. Also für mich war das... Und so ist es halt mir da ganz schlimm ergangen. Und ich kann halt nur sagen, es ist, wie es ist. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich habe das selber ja nicht erlebt. Ich habe ja früher auch damit nichts zu tun gehabt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ne? Und ja... Es war für mich eine ganz schlimme, es war für mich tatsächlich die Hölle auf Erden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist es auch gewesen. Und das kann man wirklich nur so sagen. Ich hätte damals niemals geglaubt, dass es tatsächlich auch den Teufel auch gibt. Das ist so. Ich habe damals auch, klar, ich habe auch als Kind an Jesus, ich war im Kindergottesdienst und alles. Meine Eltern sind mit der Bibel hinter mir hergelaufen. Ich wollte da auch nicht wirklich was von wissen. Aber ich habe die andere Seite erst kennengelernt und das von der volle Breitschlagseite. Ne? Das war für mich schon schlimm genug. Und ich kann nur sagen, wenn man das erlebt, am eigenen Körper alles mitkriegt, ja, und man so damit konfrontiert worden ist, wie ich es bin, ja, dass man den Teufel wirklich kennengelernt hat mit seinen Intrigen, mit seinen Lügen, und auch wieder mit einem, was der mit einem machen kann, das habe ich da deutlich festgestellt. Ja? Das war nett, das war wirklich ganz schlimm. Und bei mir war das sogar schon so weit gekommen, dass ich dieses Medium,
Ich war ja total aufgelöst und fertig. Und ich hatte die dann angerufen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wie komme ich jetzt damit klar? Was kann man tun, damit ich noch auf die Seite von Gott komme, dass ich in dieses Licht komme, von der Finsternis raus? Und diese Frau hat mir dann gesagt, meine Seele, die wäre so verflucht, hat die gesagt, dass ich gar nichts mehr rauskäme. So, jetzt stellen Sie sich das mal vor, wie ich mich dann gefühlt habe, von den ganzen Esoterikern. Und dann kriege ich gesagt, deine Seele ist so verflucht, du kommst da gar nicht mehr raus. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie ich mich da gefühlt habe. Ich war total fertig mit der Welt. Ich hatte ja mit niemandem darüber gesprochen, nur mit Esoteriker. Und die hat gesagt, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich kann nichts mehr für dich tun. Und ich stand da mit diesen letzten Worten von ihr. Und ich war am Ende. Ja? Die konnte mir nicht mehr helfen. Und dann alle anderen von der Esoteriker, die haben gesagt, oh, die eine sagt, der ganze Friedhof ist hinter dir her. Die sind alle da bei dir im Haus. Du musst da wegziehen. Ich müsste ausziehen aus dem Haus. Und solche Sachen kamen auf mich zu. Das war schlimm. Das war wirklich Qual. Und dann habe ich nachher auch, wie gesagt, ich habe mit anderen gesprochen von den Esoterikern und die haben sie mir, ich habe dann gefragt, wie kommt man denn da raus? Und die haben gesagt, du kommst da nicht mehr raus. Ich habe auch bei den anderen auch selber schon festgestellt, dass die auch irgendwie raus wollten, aber die kamen nicht raus. Das waren die Worte, die ich gesagt bekommen habe damals. Dir kann man nicht helfen, da kommt man nicht mehr raus. So, und das war dann für mich so schlimm mittlerweile gewesen, dass ich mir mein Leben nehmen wollte. Das hat dazu geführt, dass ich die Gedanken gehabt hatte, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich wollte mich dann eigentlich umbringen. Das war in 2009. Und ich denke, da hat Gott nachher aber eingelenkt, weil meine Eltern Gott sei Dank immer für mich gebetet haben. Die wussten, was für einen Zustand ich hatte. Und da bin ich zum Arzt gegangen, zum Hausarzt und habe dann da von meinen Sachen erzählt. Das war mir selber peinlich, weil über sowas redet man jetzt. Mir ist ja verrückt, wenn man das erzählt. Und dann hat er gesagt, okay, Psychiatrie. Und ich habe mich sogar damals freiwillig in der Psychiatrie einweisen lassen, wo ich heute selber arbeite. Ja. Und habe mich da einweisen lassen. Und das war für mich ein Schritt, wo Gott mich eingelenkt hat, statt mir mein Leben zu nehmen, mich umzubringen, weil ich mit diesem Scheiß nicht mehr leben wollte und konnte, weil ich einfach am Boden war. Ich wusste, ich war fertig, nur noch gequält. Und da bin ich in die Psychiatrie reingekommen. Und das war natürlich für mich dann mal ein Wendepunkt schon gewesen. Ich hatte natürlich nicht viel Verständnis auch davon gehabt, weil ich konnte auch da nicht so drüber reden richtig. Ich brauchte einfach Ruhe. Ich brauchte einfach Ruhe. Ich habe zwar auch Tabletten dann bekommen, dass ich mal schlafen konnte, dass ich auch ruhen konnte. Das war ja gar nicht möglich vorher. Aber ich konnte nicht darüber reden, weil die Ärzte, die konnten das selber nicht verstehen. Das war jetzt keine christliche Psychiatrie, das war eine weltliche. Und wie ich da, die Tabletten habe ich auch schon nach 2 Wochen abgesetzt. Die wollte ich, weil ich wusste, ich wollte nicht mit Tabletten. Ich wollte irgendwie so klarkommen. Ich wollte einfach da raus, egal wie. Und ich bin dann nachher aus der Psychiatrie entlassen worden mit einer Erkrankung, Schizophrenie und Wahnvorstellung, was ich gar nicht war. Das war für mich natürlich dann auch ärgerlich, ne? Also, nochmal auf noch gewisse Fragen noch zurückzukommen. Also ich habe früher war ich zwar im Kindergottesdienst, das hat man ja sowieso als Kind, das habe ich schon mitgemacht. Ich habe auch den Bibelunterricht mitgemacht, Konfer und so, das habe ich auch mitgemacht. Aber ich hatte noch nicht eine richtige Beziehung zu Jesus damals. Und ich bin nachher auch nach dem alles, nach den Sachen bin ich auch meinen eigenen Weg gegangen. Also sprich, ich habe mit Gott gar nichts mehr zu tun haben wollen, gar nichts mehr. Und was das Kundalini auch die Frage angeht, Kundalini Rege, diese Behandlungen, die werden ja heute überall angeboten. Ne? Die Leute gehen ja hin. Und das ist diese Kundalini-Reiki, das ist eine Energie, wo man sich mit verbindet. Und das fließt durch die Hand auch in den Menschen dann rein. Das ist auch so bekannt und auch so geschätzt auch, dass sogar Ärzte und alle Mögliche das machen. Ne? Also das heißt, die machen diese Weihungen, machen die mit, die machen eine Ausbildung dafür und die wenden das auch an. Das ist ganz egal. Das ist nicht normal, so ein Mensch wie ich. Das habe ich auch von der Ärztin schon erlebt, ne? Von meiner Zahnärztin,
wo ich gesehen habe, die hatte auch so eine Urkunde und alles da hängen gehabt, ne? Und dann, wo ich immer bei ihr gegangen bin, und dann saß ich im Warteraum und dann sehe ich auf einmal Kundalini Urkunde, denke ich, ach du meine Güte, jetzt ist die auch da drin. Und dann habe ich auch mit der zum Beispiel gesprochen und habe gesagt, kann ich sie mal sprechen, wo ich auf dem Stuhl lag. Und da hat sie gesagt, ja, kommen Sie heute Abend mal privat bei mir vorbei. Sage ich, mache ich gerne. Da bin ich hin, da hat sie gesagt, ich weiß schon, was Sie von mir wollen, wegen dem Kundalini. Sage ich, genau, weil die hat meine Sendung auch gesehen, wo ich damals beim ERF gesprochen habe, bei Mensch Gott, hat die auch gesehen. Ja, und ich habe mit der Frau auch gesprochen darüber und die macht das. Die hat einen Freund, der ist auch gebildet, der kommt aus einer Kultur, wo das sowieso üblich ist, mit so okkultischen und mit diesen Sachen zu arbeiten. Und die machen auch Praxen damit auf und behandeln die Leute. Das ist wirklich Praxen, wo die einladen mit Kundalini. Und das ist tatsächlich so. Was macht die dann damit? Betäubung? Nee, das ist genauso, die machen eine Handauflegung. Die legen die Hand auf die, also es kommen Leute mit Krebs und alle möglichen Krankheiten, mit Rückenschmerzen, ganz egal. Die kommen einfach auf diese Leute zu und lassen sich von denen behandeln, ja. Und die legen die Hand auf, die verbinden sich damit und dann fließt auch so eine Energie da durch, so eine warme, starke Energie. Und die fließt auch tatsächlich durch die Menschen durch und das ist manchmal so heftig, das habe ich auch erlebt, da sind sogar manche Leute, die haben dann die Augen dabei gerollt, ja. Es gibt auch Heilungen dadurch, weil der Teufel heilt auch. Der heilt auch. Es hat aber nur eine Sache. Alles schön und gut, wenn man das gemacht bekommt, das hat Folgen. Weil in dem Moment, wenn man sich das einlässt, wo man nicht weiß, was man sich hier machen lässt, da kriegt man Depressionen, man wird krank danach. Die Leute, die landen in der Psychiatrie oder sonst wo, weil die einfach krank werden. Die werden zwar geheilt, die kriegen Krebs und alles mögliche geheilt vom Teufel, aber der fordert die Seele. Und dann wundern sich die Leute irgendwann, ja, ich habe auf einmal Depression oder Verfolgungen haben die. Und auf einmal spukt es da auch. Das gibt es dann. Und das ist halt eben die Sache, was ich meine mit diesem Kundalini, was ich dann auch geweiht worden bin, wo ich angewendet habe. Ne? Und das ist tatsächlich so. Das ist ja heute in der Esoterik, ist ja heute so modern, da sprießt ja wie Pilze aus dem Boden. Ne, das kannst du überall. Ich arbeite in der Klinik, ich sehe das bei Psychologen, bei Ärzten. Da steht überall die Butter rum, da steht alles mögliche Räucherzeug. Also die haben viel mit Yoga und allem Möglichen zu tun, anstatt hier irgendwie nach Gott fragen. Ne? Also das ist leider so viel vertreten. Die schwören mehr auf diese Sachen. Und das fängt manchmal auch tatsächlich so mit Kleinigkeiten an. Ne? Mit Sternen, ne? Mit den Astrologie. Wenn heute einer zu mir sagt, was bist du für ein Sternzeichen? Dann sage ich nämlich, ich bin Schütze. Ich sage, ich bin Kind Gottes. Weil da fängt es nämlich an. Mit den Horoskopen, das ist alles Esoterik. Also es ist nicht nur das, was ich erzähle, das ist ein ganzes breites Umfeld. Das fängt mit Kleinigkeiten an und das fängt, jeder sagt, das ist genau wie mit Leuten, die mit Drogen haben oder die sagen, oh, ich bin ein Joint, ich rauche ja nur ein Joint. Das ist aber eine Einstiegsdroge. Und so ist es halt auch, wenn man sich mit so Kleinigkeiten, das fängt an mit Kleinigkeiten in der Esoterik, das ist Feng Shui, oh, das ist doch gar nicht schlimm oder Handauflegung in der Richtung. Aber das hat immer Folgen, weil das kommt alles vom Teufel. Wie gesagt, ich kann es nur mal wiederholen, ich habe da früher auch nichts mit zu tun gehabt. Ich hätte es früher auch belächelt. Ne? Aber es ist so, kann ich nur vorwarnen. Oder genauso wie die Steine, die man da hat. Die kann man überall kaufen, solche Steine, diese Bergkristall. Und da gibt es ja ganz viele, gibt's in der Bibel stehen die auch, Amethyst und so. Kann man überall kaufen, das ist gar kein Problem. Man sollte sie nur nicht aus diesen Läden kaufen. Gar nichts aus diesen Läden, weil die sind ja überall verbreitet. Ne? Finger weg davon. Das ist alles vom Teufel und das merkt man auch, spürt man auch. Es ist, also wie auch gesagt, die Esoteriker, wie ich da immer Kontakt mit denen hatte, die haben immer so, als wären das so gute Freundinnen. Die haben eigentlich immer gesagt, du darfst jetzt nur noch Kontakt mit Esoterikern haben. Also ich sollte mich von meiner Familie, ich habe gesagt, meine Familie mischt sich alles bei mir ein, die machen sich Sorgen. Und ich habe von dem Medium gesagt, kriegt und von der Lehrerin, ja, da musst du die Familie, musst du sagen, die soll nicht in Ruhe lassen. Und überhaupt der Freundeskreis, die sich auch Sorgen um mich gemacht haben, weil die ja gemerkt haben, wie ich mich verändert habe. So war ich ja früher nicht. Abstand, lasst mich alle in Ruhe, weil man isoliert sich, man geht von seinen Freunden weg und man hat nur noch mit Esoterikern zu tun. Das ist dann nur noch so ein Feld. Und das ist auch wirklich so,
dass wenn man in dieser Sache drin steckt, man hört auf niemanden. Man ist so gefangen in der Sache, so von Marionette, wirklich eine Marionette, dass da auch keiner richtig einen Einfluss hat. Und ich sage, meine Eltern leben ja nicht mehr, die sind jetzt beim Herrn, die sind gestorben. Aber ich bin ihnen heute immer noch dankbar dafür, dass sie nie aufgehört haben, für mich zu beten. Denn dadurch hat Jesus auch immer eingegriffen, dass ich nicht damals mein Leben einfach weggenommen habe, dass ich mich nicht umgebracht habe. Ne? Gut, ich bin in die Psychiatrie und das war auch was anderes, aber es war für mich eine bessere Lösung als anders. Ne? Haben deine Eltern dir nicht das Wort, die Bibel gezeigt, dass es das ist? Ja, schon. Auch haben die immer. Die haben immer versucht, aber ich wollte davon nichts hören. Ich wollte davon nichts hören. Ich immer über die Bibel. Ich hätte nie gedacht, dass tatsächlich Gott real ist. Hätte ich damals auch nicht gedacht. Ich hätte auch nie gedacht, dass der Teufel real ist. Ich habe Horrorfilme geguckt von hier bis da. Gerne. Alles möglich, alleine. Danach konnte ich keinen einzigen Horrorfilm mehr gucken. Ich war ja selber in einem drin. Ich hätte selber Regie und hätte als Schauspieler auftreten können. Das ist tatsächlich so. Und bei mir war das ja, wie ich dann damals aus der Psychiatrie rauskam, da hatte ich ja auch einen Freund gehabt nachher mit Kindern und dann habe ich mit der Esoterik auch nachher gar nichts mehr zu tun gehabt. Sprich, ich habe mich mit nichts mehr beschäftigt. Ich habe mich von den allen gelöst, weil ich wollte ja da rauskommen. Ne, die Psychiatrie war für mich jetzt ein Anfang und ich wollte da raus. Und ich habe mich abgelenkt. Ich habe keine Horrorfilme mehr geguckt, ich habe mich um seine Kinder gekümmert, ich habe mich nur noch ins Positive in der Richtung genommen. Aber in 2011, 2 Jahre später, da habe ich auf einmal so eine Wut in mir gehabt. Also da kam eine Wut in mir hoch und ich hatte so eine Wut auf diesen Medium und auf diese Reiki-Lehrerin. Ich hatte so einen Zorn auf mich, da kam alles so hoch. Ich hatte das alles so verdrängt und will ich nichts mit zu tun haben, aber das kam wieder hoch. Es kam wieder hoch. Und was ich dann gemacht habe, das war, ich bin dann auf diese Homepage von diesem Medium gegangen, wo die ja ihre ganzen Sachen da anbietet. Und dann habe ich der auf ihrer Seite geschrieben, das, was du machst, hat mit Gott gar nichts zu tun. Das hat mit dem Teufel zu tun. So, das habe ich öffentlich geschrieben, dass es jeder lesen konnte. Was hatte ich dann davon? Übergriffe. Dann kam schon wieder, da fing wieder an, Erzengel Michael hat sich wieder bei mir gemeldet. Und hat mich wieder alles eingenullt. Das heißt, auch wenn die Dame das jetzt nicht vielleicht hätte hören wollen, aber ich bin dann nochmal in die Esoterik geraten. Dann hat mich der Teufel schon wieder eingefangen. Ne? Ich wurde schon wieder da reinkommen, ich habe schon wieder alles vertraut und geglaubt, dass meine Mutter schon sagte, sag mal Kind, bist du schon wieder in der Esoterik? Ich habe gesagt, nee, Mama, bin ich nicht. Dabei war ich schon wieder mittendrin. Ich habe schon wieder angefangen, in den Laden zu gehen, Steine zu kaufen und solche Sachen, dass ich alles ja zum Teil schon mal weggeschmissen hatte, aber nicht alles. Ich hatte noch genug daheim. Und dann war es aber so, dass von meinem Freund damals, dem seine Tochter, die wurde getauft. Und ich mit meinen ganzen Dämonen und Geistern bin ich in die Kirche mit und habe dann bei der Taufe mit dabei und dann beim Kaffee trinken, da war der Pfarrer noch dabei und ich denke als noch, vielleicht soll ich einfach mal mit dem Pfarrer mal darüber sprechen, aber ich habe mich nicht getraut. Und ich war schon da wieder besessen und es war schon wieder schlimm. Ich habe es aber nicht gemacht. Stattdessen weiter wieder und bin wieder ein bisschen schlechter wurde es um mich dann. Und irgendwann hatte ich dann so das Gefühl gehabt, ich nehme an, dass Gott da auch schon eingelenkt hat, da habe ich das Gefühl gehabt, ich sollte mal mit dem Pfarrer in Kontakt haben, also in Kontakt kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals geschämt, ja. Ich habe mich geschämt, ich wäre niemals, mein Nachbar, der ist Pastor, oder bei uns in der Gemeinde, wo ich als Kind hingegangen, ich wäre niemals zu dem Pfarrer oder sonst wo hingegangen, ich habe mich geschämt, mit so einem Thema dahin zu gehen. Überhaupt geschämt, vor Leuten darüber zu reden, weil ich habe gedacht, die halten dich doch einfach verrückt. Ne? So in der Klinik, Schizophrenie, Wahnvorstellung, abgestempelt, fertig. Ich habe mich geschämt, das war für mich auch, wo man sich schämt, darüber zu sprechen. Aber ich habe den Impuls irgendwie so gekriegt. Und dann bin ich zum Pfarrer gegangen. Ich habe dann einen Termin mit dem gemacht und ich habe mit dem darüber gesprochen und der hat mich verstanden, der Mann. Das war anders da, als wie wenn du in der Klinik sprichst, dann sagst du, ja, Frau Hartmann, wir können Sie verstehen, alles gut, alles prima, aber trotzdem sind Sie Schizophrenie, wissen Sie? Aber bei dem war das anders. Ich habe dem Pfarrer dann von mir erzählt, ich habe die ganze Sache erzählt, ich habe dem gesagt, ich konnte in der Psychiatrie nicht so richtig darüber reden. Sagt er, ich verstehe Sie aber. Der hat verstanden, was mit mir los war. Und ich habe dem auch gesagt, was soll ich dann tun?
Ich habe echt da um Hilfe geschrien. Und der Mann, der hat dann auch so einfach mit mir mal so gebetet und hat mir einfach gesagt, ich soll, weil ich gesagt, ich habe immer die geistliche Welt gebetet. Ne? Ich habe immer das Universum angerufen, ich habe Engel angerufen. Ich habe Engel angerufen, ich habe den Erzengel Michael und so gerufen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie soll ich denn beten? Wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich immer was Negatives zu spüren gekriegt. Da war immer irgendetwas. Und ich habe damals noch nicht verstanden, das habe ich später erst verstanden, den Vers, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, nicht wir. Was ich mir nachher verstanden habe, als ich Christin wurde, war, ich habe, was ich alles angerufen habe, das war kein Michael, das war kein Gabriel und gar nichts. Ich habe die aus der Hölle geholt. Das muss man ganz deutlich sagen, es ist so. Denn, was ich begriffen habe, Gott befiehlt ja den Engeln und gibt denen das, nicht wir. Das ist aber in der Esoterik ist das so, dass wir alles da herbeirufen. Ne, alles. Und dann kommt das nicht, was von Gott kommt. Das habe ich damals nicht verstanden. Und deshalb hatte ich auch Angst, habe dem Vater gesagt, wie soll ich jetzt damit umgehen mit Beten? Ich habe, weil ich ja immer, wenn ich irgendwie Rituale und so gemacht habe, und dann hat er mir die Bibel einfach nahegelegt, ich soll in der Bibel lesen und ich soll anfangen, langsam zu beten. Und ich soll mir auch was Positives für die Seele machen, irgendwas, Sport oder irgendein Hobby suchen, mich ablenken und vor allen Dingen, beten und halt so die Sachen, Vater unser hat er mir nahegelegt, das kann ich ja gar nicht mehr, hat man mal früher gelernt, das Glaubensbekenntnis. Natürlich musste ich erstmal alles wieder lernen und dann habe ich das gemacht. Ich habe mein Leben da noch nicht da übergeben bei dem Pfarrer Jesus. Ich habe das nur befolgt, was der gesagt hat. Ich habe gesagt, bitte beten Sie weiter für mich, weil ich eins begriffen habe, das tat mir gut. Da bin ich nach Hause, habe mir meine alte Bibel von der Konfa rausgeholt und habe dann angefangen, Bibel zu lesen. Ich habe angefangen zu beten, frei so, aber ich hatte furchtbare Angst. Ne? Und ich habe auf die Art und Weise mein Leben Jesus übergeben. Ich wusste nicht, wie ich beten sollte, also habe ich dann in so einem christlichen Buchladen, früher war es der Esoterikladen, nachher mein Lieblingsgeschäft, christlicher Buchladen. Und da bin ich hin und dann habe ich von einer ehemaligen Esoterikerin aus Amerika, die hat ein Gebetsbuch geschrieben, wo lauter Bibelverse als Gebet drin stehen. 365 Gebete, die dich die stark machen. Und das habe ich mir mitgenommen. Ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Also habe ich dann aus dem Buch meine Gebete rausgefunden. Und das hat schon eine Weile gedauert, weil der Feind gibt ja nicht auf. Ne? Ich habe damals, als ich noch aus der Esoterik raus wollte, war dabei, da hat die Mama gesagt, lies doch mal in der Bibel. Und ich habe in der Bibel gelesen. Und dann habe ich einen Übergriff gehabt von der unsichtbaren Welt. Da hat es mir die Luft weggeschnürt, als würde ich einer erwürgt. Nur weil ich in der Bibel gelesen habe. Da bin ich rausgelaufen und habe Luft geschnappt. Genau dasselbe ist mir in der Klinik auch passiert, in der Psychiatrie. Ich habe das Thema ja gar nicht mehr gesprochen. Aber da war eine Frau als Patientin, die hat gesagt, oh, du warst doch mal so ein Medium und bei mir ist jemand gestorben. Kannst du nicht mal was davon, irgendwas aus der geistigen Welt? Sag ich, nein, lass mich damit in Ruhe, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, dann habe ich sogar da einen Angriff gekriegt. Da hat es mir auch die Luft weggeschnürt. Da musste ich rausgehen, ich habe keine Luft mehr bekommen. Dann mussten mich das Pflegepersonal aufs Zimmer bringen, mich hinlegen. Und da war aber eine Pflegerin, die war Christin. Die hat das mitgekriegt und die hat gleich gesagt, das macht der Teufel. Das macht der Teufel. Die hat es verstanden. Die wusste ja, wovon sie redet da. Und ich wollte nur sagen, und das war für mich dann auch am Anfang, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe, der hat mich ganz alleine da rausgeholt. Nur er hat es geschafft. Und Ablösung, nicht wie die anderen von der Esoterik, Ablösung, dann bist du frei. Gab's nie. Ich war so tot innen drin. Ich habe mich immer nach irgendwelchen Frieden und Liebe und alles gesehnt, aber ich habe es nie erfahren. Ich habe gedacht, in der Esoterik kriegst du das. Aber ich hatte nie, ich hatte alles nur einen kalten Hauch, habe ich immer nur gespürt. Ich habe, da war keine Ruhe, da war überhaupt nichts, kein Frieden. Und Jesus, als ich dem mein Leben übergeben habe und ich habe da jeden Tag in meiner Bibel gelesen und habe gebetet, morgens und abends, auch wenn ich manchmal was gespürt habe oder wenn der Feind versucht hat, und hat mir gedroht, wo ich noch nicht angefangen habe zu beten, meine Katze soll ich töten. Ja, hat gemeint, ich soll meine Katze töten, die neben mir ist. Da habe ich ganz schnell angefangen zu beten, weil ich wusste, jetzt will der Teufel. Ja, und das ist wirklich auch
schwierig am Anfang. Ja, ich habe wirklich jeden Tag das gemacht und gebetet, vertraut. Ich habe hier und da noch was gespürt und so. Ich hatte auch Angst, wenn ich unter Menschen ging. Ich habe so viel ja auch gespürt gehabt. Aber ich habe auch lernen müssen, Jesus zu vertrauen. Ne? Das war auch für mich. Ich habe ihn ja kennengelernt. Und ich kann nur so viel sagen, es hat ein Jahr alleine schon gedauert, bis die Heilungsphase bei mir beendet war. Ich konnte über das Thema sowieso mit niemandem sprechen. Gott hat mich so geheilt daraus, Stück für Stück. Und das hat er nicht einfach wie so, als gibst du so einen Baseballschläger, sondern hat mich Stück für Stück da rausgeholt und mich geheilt. Und auf eine liebevolle Art und Weise, wie so ein Vater halt. Und ich konnte ihn kennenlernen, ich habe die Bibel kennengelernt, ich habe verstanden, was los war. Ich habe eine Freude und meine Ruhe und eine Liebe gehabt. Ich habe von Anfang an auch die Esoteriker nicht mehr gehasst. Einem Gegenteil, ich habe die mit ins Gebet eingeschlagen, mitgenommen, bis heute. Und ich habe auch heute noch die mich damals behandelt haben, die sind auch heute noch tätig. Aber ich kenne auch welche, die ich persönlich, die sich auch bei mir gemeldet haben, weil es bei denen auch gespukt hat und in der Familie ganz schlimm oder ein kleines Kind mit betroffen, den habe ich auch geholfen zum Beispiel, ja. Als Jesus mir die Freigabe gegeben hat, dass ich auf Esoterik überhaupt wieder losgehen kann. Ne? Das hat ja auch eine Weile gedauert. Aber wie ich das durfte und konnte, weil ich frei war, da konnte ich mit den Leuten auch selber sprechen. Und ich habe dann auch so seelsorgerisch die auch monatelang begleitet. Und es haben auch welche geschafft, da rauszukommen und haben auch Jesus angenommen. Und bei mir war das halt wirklich so, ich habe das nie so empfunden, wo ich in der Zeit war, was ich nachher erlebt habe, als ich mit Jesus war. Ich habe so einen Frieden erlebt, ich hab alles, ich habe so eine Liebe, ich habe Liebe für Menschen erfahren, das sind Sachen, das war mir gar nicht so bewusst gewesen. Und ich habe verstanden, dass alles, was ich da gemacht habe, war ja auch nicht richtig. Ich habe ja damals echt gedacht, ich habe auch zum Pfarrer damals gesagt, also ich lande doch in der Hölle. Ich lande in der Hölle. Ich wusste es selbst von mir aus. Ich habe es ja jetzt kennengelernt gehabt. Ne? Ich wusste, wenn ich irgendwann sterbe, ich wusste ganz genau, in dem Zustand, in der Esoterik, wusste ich genau, wenn ich sterbe, wo ich bin. Nicht in der Ewigkeit bei Jesus, da ohne bin ich. Das wusste ich ganz genau. Und ich habe dem Vater auch gesagt, ich weiß das. Ich wusste gar nicht, dass Gott mir das vergeben kann. Das habe ich auch in der Sendung auch gesagt, ne? beim ERF. Ich wusste gar nicht, dass man sowas vergeben kann, dass man solche Sachen gemacht hat, dass ich mit Dämonen und Geister und alles, was ich, und ich habe Schlimmes sagen, weißt, das kann man gar nicht alles erzählen, das will ich auch gar nicht, das braucht man ja auch gar nicht. Aber ich hätte nie gedacht, dass man dafür eine Vergebung bekommt. Ich habe gedacht, das war's. Aber Jesus hat mich eines Besseren belehrt. Er hat mir alles vergeben und er hat mich komplett frei gemacht. Ich hatte keine Übergriffe mehr. Und ich kann auch heute über den Teufel lachen. Ich sage ihm, hey, du hast das sowieso verloren. Ja? Und es steht ja auch, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade jemand weiß, Epheser 6, Vers 12. Ja, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbare Welt. Und die habe ich kennengelernt. Und das ist Fakt. Ja? Und das ist halt so. Das habe ich alles vorher nicht verstanden. Ich habe es nachher verstanden. Und ich kann immer nur wieder sagen, Finger weg davon. Also mir war es eine große Lehre, aber Jesus hat mir so geholfen, dass ich jetzt heute auch hier überhaupt sprechen darf. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Mensch für die Öffentlichkeit. Eigentlich nicht. Aber Gott hat ja seinen Plan mit mir gehabt, also stehe ich hier. Und ich meine, es ist, natürlich kriegt man, wenn man solche Sachen erzählt, kriegt man auch viel Kritik. Ja, ist so, habe ich auch erlebt, ja. Weil viele das nicht verstehen können. Aber ich denke mir auch, dass es auch Jesus wichtig ist, dass die Menschen das hören, weil der Teufel, der hat so viele Intrigen und Lügen, wo der die Menschen einfach mit Sachen so reinlegt, ja, dass das einem gar nicht bewusst wird. Viele Jugendliche mit Gläserrücken und lauter Sachen machen, wo die sich drüber lustig machen und dann nachher Dinge plötzlich auch erleben, ja. Und deshalb denke ich, dass das eben auch wichtig ist, dass die Leute wissen, dass es diese Existenz auch gibt. Dass es das gibt, ja. Und umso mehr ist es auch gut, dass Leute, so wie ich es bin, oder auch andere, die aus dieser Sache kommen, davon auch berichten.
Weil vieles wird leider immer unter den Tisch gekehrt. Ne? Aber die Leute müssen es hören, damit die auf den richtigen Weg kommen und Bescheid auch wissen. Weil nur da kann man Frieden, man kann Vergebung, man kriegt Vergebung, man wird frei, man hat ein Leben mit Jesus. Und das ist eine Beziehung, die man täglich hat. Das steht, das findet ja nicht nur im Gottesdienst statt, ne? Sondern jeden Tag diese Beziehung zu haben. Das hatte ich ja früher nie. Und das ist eben das, was ich meine. Dass das, was man in diesen Esoterik, in der ganzen Branche da sucht, das findest du nie. Ich habe jetzt eine Frau von Österreich, die hat damals bei mir sich gemeldet und die war zum Beispiel 30 Jahre lang war die in der Esoterik verstrickt. Die hat ihr ganzes Erben fast dahin gegeben und die hat alles durch auch. Ne? Und ich habe damals die auch betreut, aber die konnte Jesus noch nicht annehmen, weil die konnte sich nicht lösen davon. So, Moment. Und zum Beispiel jetzt am Sonntag, da habe ich von dir eine Nachricht bekommen und da hat sie sich bedankt. Sie hat Jesus angenommen und sie ist jetzt frei. Die Suche hat ein Ende. Es hat ein Ende. Sie hat den Frieden gefunden und hat sich bei mir bedankt und sie hat es geschafft. Und das ist eben das, weil leider ist es ja halt auch in der Esoterik so, da ist ja auch Gott, Jesus so vertreten, ja, und da werden auch Bibelverse genutzt. Aber die enden oft ganz anders mit dem Thema. Das ist ja leider das Verwirrende, dass viele glauben, oh, das hat ja alles damit zu tun, das war es ja bei mir auch. Denn ich habe mich ja ganz gesehnt, mit Gott sprechen zu können. Ich wollte ja zu Gott damals. Ich wollte zu Gott. Natürlich war der Engel auch für mich. Aber ich habe gemerkt, das ist es nicht. Jetzt hat meine Suche schon lang ein Ende. Ich bin jetzt seit 2011 bin ich jetzt im Glauben. Und ich bin fest da drin. Und Gott hat Humor. Er hat mir sogar in die Psychiatrie geschickt, wo ich mal Patientin war. Und so kann ich sogar auch jetzt da hin und wieder treffe ich auch mal da einen Patienten, die auch eben auch in dieser Sache sind oder die auch ankommen und haben mit Okkultischen zu tun, wo die eben auch als Schizophrenie eingestuft sind, wo ich dann auch mal erzählen kann, komm mal her. Und dann erzähle ich denen auch von meiner Geschichte, dass es da wirklich Jesus gibt und dass es da Befreiung gibt. Und da kann ich auch da mal mein Zeugnis auch mal geben, ne? Wo es nicht immer so geglaubt wird. Ja, ich immer frage an dich, ich weiß das, mich ja. Glaubt dir das auch, ja? Und soweit bin ich auch schon fortgeschritten mit der Bibel, es gibt diese geistigen Welten und bla bla. Auf jeden Fall, ich habe ja früher, wo ich das alles nicht wusste, hatte ich ja auch Tarotkarten. Ja, das gehört auch die dazu. Ich, und ich habe was weiß ich, ja? Und ich, Jesus steht bei mir an erster Stelle, ja? Und, ja. Jetzt habe ich aber noch so Bücher und so. Wie handhabst du das denn? Hast du alles aus deiner Wohnung raus? Genau, ja. Genau, das ist es gewesen. Ganz kurz, nur eine Frage. Ich weiß ja, wer an erster Stelle steht. Ist es so, dass es dann trotzdem eine Gefahr ist, wenn ich ja genau weiß, Jesus ist mein Herr und nicht die Karten und nicht die Bücher? Hast du dann alles ausgeräumt? Ich ja. Also ich habe da schon, wie gesagt, alleine schon, wie ich damals in die Psychiatrie mich habe einweisen lassen, da habe ich schon mal sämtliche Urkunden schon mal zerrissen, ja. Ich habe zu meiner Mutter damals noch aus Spaß gesagt, hoch, wer kann mir denn jetzt noch helfen? Jetzt gibt es ja nur noch so, Exorzismus kann mir nur noch helfen, ne. Doch ehrlich, so habe ich damals wirklich, ja, wo ich Jesus noch nicht angenommen hatte, gell. Da habe ich echt so gedacht, weil ich kann das ja von Filmen, Exorzismus, ich habe ja früher die Filme geguckt. Und wie ich aber in den Glauben reingekommen bin, weißt du was, das hat mir eine Freude gemacht, meine Feen, Göttin, habe ich alles kaputt gemacht. Ich habe meine Steine, die ganzen CDs, meine Urkunden, alles, was ich hatte, und das war nicht viel. Ich habe viel Geld ausgegeben, viel Geld. Und ich habe das ganze Zeug zerstört, so dass es keiner mehr kriegen kann. Und das ist auch heute noch so, wenn ich irgendwo was, wenn irgendwas wäre, was jetzt mit dem Teufel zu tun hat, da lenkt auch gerade Gott ein, dass ich sofort merke, lass die Finger davon. Oder lässt es auch verschwinden. Ich weiß das jetzt mittlerweile, ja, weil ich kenne den Unterschied. Aber das ist tatsächlich so. Und auch jetzt hier die Frau aus Österreich, die hat alles, die hat noch viel mehr. Die hat noch so viel, das ganze Haus voll Esoterikzeug. Die ist jetzt noch am Wegschmeißen. Das sind Containerzeug, was die Frau wegschmeißt. Aber du willst es auch. Und das ist auch, wie die sagt und wie das bei mir war,
Du fühlst dich richtig frei, wenn du das Zeug wegschmeißt. Das ist ja eine Wohltat, wirklich, das ist so. Alles, was mit Teufel, alles, was damit zu tun hat, raus aus dem Haus, richtig ein Auskehren. Und man soll auch aufpassen, dass man auch nicht wieder in die Sache reingeht. Sicher, Gott schützt uns, das ist klar, aber man darf es doch nicht provozieren. Ne? Weil dann holt man sich wieder was rein. Ne? Das ist auch wichtig. Aber ich kann nur sagen, alles wegschmeißen und man fühlt sich auch wohler und man will es auch gar nicht mehr. Weil man hat eine ganz andere Sichtweise, Denkweise, weil Gott einem das Herz so derartig verändert, so liebevoll, dass du auch gar kein Interesse mehr daran hast. Und ich habe immer in die geistige Welt, habe ich immer angerufen, gebetet. Heute mache ich das, in die geistige Welt bete ich nicht mehr rein. Ich bete jetzt zu Jesus. Gibt es nur noch einen, den ich anrufe und nicht mehr alles andere. Das ist auch ganz wichtig. Und so Clownsfiguren oder so russische Puppen, wo mir mal einer geschenkt hat, ich habe da ja überhaupt, steht halt da rum. Was sagst du dazu? Also ich glaube so, keine Ahnung, das denke ich ist jetzt nicht so schlimm. Ja, weil viele dann auch sagen, ja Bilder von Tieren, Bilder von dies, das, jenes. Ja. Ich denke mal, es gibt ja verschiedene Sachen, aber was alles jetzt so in der Richtung geht, ist schon gerade alles, was aus diesen Läden kommt. Ja. Pendel, genau, ja. Karten, Runen, Horoskope, Hand aus der Hand lesen lassen. Numerologie. Oder wenn man da überhaupt anruft. Alles, das gehört alles dazu. Oder wenn man bei erst die Leute anruft, Zukunftsprognosen, wie Finanzen, alles Mögliche, was die dir davor sagen. Zu Toten, da sprechen nicht die Verwandten, da sprechen nicht die Freunde. Die machen das so, dass sie die tun mit Leuten, da Verbindung aufnehmen. Ja, habe ich ja auch Methoden, wo vielleicht ein Kind gestorben ist. Und dann rufen die an und dann glauben die anderen, die unterhalten sich jetzt tatsächlich, die Mutter mit ihrem Sohn zum Beispiel, ja, Jenseitskontakt. Das ist es aber nicht. Denn das geht uns auch nichts an mit dem Totenreich. Steht auch in der Bibel. Ja? Die hat dir aber was Sinnvolles geantwortet. Die wusste irgendwie, ja, was mit. Ja, das stimmt Oma, schon. Oma war, oder wie? Das stimmt schon. Das war eine sehr tolle Täuschung. Aber man darf nicht vergessen, der Teufel, der täuscht. Er ist ein Lügner und der täuscht die Menschen. Ich habe das damals tatsächlich geglaubt, weil ich habe auch diese Energie gespürt, diese Präsenz. Und die haben das auch mit mir über alles gesprochen. Ich habe ja gesagt, der Teufel weiß das genauso, wie Gott auch weiß, die Sachen. Und das verwendet der einfach. Der verpackt das nur richtig schön, so dass der einen richtig verarschen tut. Also die wussten dann irgendwie Sachen, die man aus natürlicher Sicht niemals hätte wissen können. Ja, also ich weiß heute, ich weiß genau, dass meine Oma und mein Opa hätten sowas mir niemals angetan. Ne? Also das ist einfach so. Ne? Es steht in der Bibel, dass wir auch gar keinen Kontakt dazu haben sollen. Und wenn du Kontakt dazu hast, das ist eine Verblendung, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du dich auf dem reichen Satan einlässt, wird der einen verarscht. Ich weiß nicht genau, wo es in der Bibel steht, da steht alles drin, ganz Sachen auch drin, wo das alles aufgezeichnet auch ist. Ich meine, die Bibel steht voll davon, ne, von dem, was er alles macht. Er ist der Gegner von Gott und er macht nichts anderes, als dass er einen so verarschen will und dass er dich von Gott fernhalten will. Und das hat er auch bei mir auch so gemacht, ne? Auch wo ich schon Christin war, auch immer mal versucht, aber ich wollte das nicht mehr. Das ist wie so ein, ja, man muss es auch wirklich wollen und man muss auch dafür auch wirklich das auch durchziehen. Ne? Man kann nicht einfach glauben, okay, jetzt ist alles okay. Man muss auch am Glauben bei Jesus dranbleiben, das ist auch ganz wichtig. Und das habe ich immer getan, bis heute, immer, dass ich die Beziehung aufrecht gehalten habe, immer. Kann es auch lassen, aber ich will es gar nicht mehr. Ne? Ich habe jetzt meinen Frieden, ich habe meine Ruhe, ich habe schon so viele Wunder erlebt und Höhen und Tiefen, was ich mit Gott schon durchgegangen bin, das hätte ich ohne ihn überhaupt nie schaffen können. Ne? Also ich will das andere nicht mehr. Und ich bin mir heute ganz sicher, das kann ich 1000%ig sagen, wenn meine Zeit gekommen ist, was Gott in der Hand hat, dann komme ich nicht da ohne hin. Ich bin bei Jesus. Und das ist meine Gewissheit, die ich habe. Und da bin ich so dankbar und da freue ich mich drüber,
wenn ich darüber oft drüber nachdenke, was ich erlebt habe und wie es mir heute geht, dann muss ich auch noch heulen. Und ich danke heute noch Jesus, dass er mich da rausgeholt hat. Weil eigentlich hätte ich seit 2009 auf dem Friedhof liegen können, körperlich gesehen. Mit der Seele wäre ich ganz woanders. Deswegen auch Leute, die immer sagen, wenn man die unsichtbare Welt so wie ich oder andere kennengelernt hat, ne, dann sagt man, ich habe früher auch immer gesagt, oh ja, wenn ich mal sterbe, kriege ich eh nichts mehr mit. Dann bin ich ja tot, dann ist nichts mehr. Nee, nee, es ist danach was. Und deswegen hoffe ich ja auch für viele, die wirklich bereit sind oder auch das annehmen, dass die auch Jesus da kennenlernen und annehmen und sehen, dass da auch was gibt. Auch, dass es diese unsichtbare Welt tatsächlich gibt. Es gibt das Gute in der unsichtbaren Welt, es gibt aber auch das Böse. Kannst du mal was zu dem Engelkult sagen? Weil Anselm Grün oder so, der spricht ja auch von Engeln. Sie haben auch über Engel gesprochen. Und ja, das ist noch so ein Thema. Also Engel, die Engel stehen ja auch in der Bibel. Da gibt es ja den Gabriel und Erzengel Michael. Es gibt, an der Esoterik gibt es jede Menge Engel. Da gibt es Schutzengel mit verschiedenen Namen. Du hast auch Krafttiere. Ich hatte damals, ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, ein Einhorn. Ein Einhorn, was einen Namen hat. Meine Schutzengel, die hatten einen Namen. Die haben alle mit mir gequatscht. Die haben mir gesagt, diese Schutzengel so. Ich habe die richtig reden hören. Das ist nicht wie, dass man irgendwie so blöd ist oder dass man eine Krankheit hat. Die reden richtig mit einem. Die benutzen deinen Körper, deine Gedanken. Und ich habe sogar, wenn ich gesprochen habe, da war ich auch selbst nicht mehr Herr drüber, ne? Und egal, wer sich da ausgegeben hat. Ich habe ganz andere Augen gehabt, das hat meine Schwester damals ausgesagt. Ich hätte Augen gehabt und ich hätte gesprochen, das wäre ganz grauenvoll gewesen. Und so sind die Menschen, die mit der Sache zu tun haben. Und was die Engel angeht, natürlich gibt es die Engel auch im Himmel. Dass die Sache ist aber, dass Gott den Engeln befiehlt. Der kümmert sich um alles und nicht wir. Und das ist aber in der Esoterik ist es anders. Da rufen wir die Engel, weil die Engel sind für uns, die sollen uns dienen. Aber wir spielen praktisch auch wie Gott so ein bisschen dann. Ne? Und das sind wir aber nicht. Ich glaube da nicht dran. Ich bin auch nicht so, weil ich weiß genauso auch, dass die Mutter Maria, ja, die ist auch in der Esoterik sehr vertreten. Die wird auch angerufen, die wird auch alles gemacht. Für mich gibt es das auch nicht. Ich rufe keine Maria an, ich rufe nur noch Jesus an. Also ich habe die ganze Branche von Engeln, alles durch. Und es hat mir aber nichts genutzt. Es war immer alles Negative, es ist nie zum Positiven gekommen. Es ist eigentlich nur schlimmer geworden. Es hätte mir fast mein Leben genommen, der Teufel. Ne? Das waren diese ganzen Lügen, diese Verstrickungen, diese Verblendungen. Und das alles mal zu verstehen, wenn man denkt, Gott, du hältst dich hier mit Engeln, du unterhältst dich mit deinen toten Verwandten und alles. Das muss man sich mal vorstellen, wie man sich dabei fühlt. Wenn man damals noch glaubt, das wäre so, ist es aber nicht. Aber Mario, als du nach dieser Entlassung aus der Klinik kamst mit dieser Diagnose, wie kamst du dann damit zurecht oder hast du schon dann Jesus gesucht und gebraucht. Wie konntest du mit dieser schweren Situation einmal Esoterik und diese Sache und einmal die psychiatrische Diagnose und dann einfach mal nach zwei Wochen draußen, wer hat dir dann Kraft gegeben und weiter? War das dann der Anschluss, dass du Bibel gesucht hast oder erst später? Also ich sag mal, ich habe ganz ehrlich gesagt, habe ich Gott eigentlich schon in der Esoterik gesucht. Das sind viele Esoteriker, die sagen, ich suche eigentlich nach Gott. Die meisten suchen schon da irgendwas. Man ist ja ein Suchender, wenn man Jesus noch nicht gefunden hat. Manche suchen in andere Richtungen und meine Suche war in der Esoterik, Jesus zu, also da Gott zu finden und das, was man da gehört hat, dass man da Kontakt zu haben kann, dass man mit ihm sprechen kann und alles. Das war für mich der Weg, dass ich dachte, das ist der richtige Weg, das muss ich haben. Weil ich hatte da auch schon irgendwie Gott lieb, ich wollte ja auch zu dem, aber es war nicht der richtige Weg. Es war der Weg zum Teufel. Das habe ich aber da nicht begriffen. Und die Psychiatrie, wo ich da gelandet war, da war es eigentlich nur, dass ich da mal meine Ruhe gekriegt habe. Ne? Also die Pflegerin, die Betreuerin, die für mich zuständig war, die musste mich immer rausfischen, mit mir mal reden. Ich habe gesagt, mir geht's gut, weil ich meine Ruhe brauchte. Auch die Tabletten, die haben mir den Boden weggehauen, die habe ich nachher nicht mehr genommen. Und in den 4 Wochen haben die mir auch nicht gesagt, weder der Direktor oder die Arzt oder die Pfleger, die haben, wenn ich mal kurz über die Sache gesprochen habe, weil ich bin ja eingewiesen worden, muss ja darüber sprechen,
Da hat das, die saß ich da und dann haben die sich das zwar auch angehört. Ich habe nicht alles erzählt, aber ich wusste schon sowieso, dass sie es nicht verstehen können. Aber die haben immer gesagt, ja, Frau Hartmann, wir verstehen Sie. Dann musste ich hier, ich weiß gerne, Tavo, die starke Tabletten einnehmen. Und das habe ich dann ja gar nicht mehr gewollt. Ich habe ja gar nicht mehr Herr über mich. Und da habe ich gedacht, nö, die habe ich schon gar nicht mehr geschluckt. Ich habe die ins Klo runtergespült. Das wussten die gar nicht. Ich wollte meinen Weg nicht so. Und dann nachher, beim Abschiedsgespräch, da hat der Direktor noch zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Hartmann, Sie wissen schon, dass Sie diese Tabletten Ihr ganzes Leben jetzt schlucken müssen. Da habe ich gedacht, ja, ich weiß das. Wenn der wusste, dass ich schon vor 2 Wochen die Chlorone gespült habe, die gar nicht runtergeschluckt habe. Ich habe die auch gar nicht mehr genommen, auch nicht, wie ich entlassen wurde. Und die haben nie, in den 4 Wochen habe ich nie gesagt bekommen, Frau Hartmann, Sie sind Schizophrenie. Sie haben Wahnforschung. Das haben die nie gesagt. Immer nur, Frau Hartmann, verstehen Sie. Ich habe die Diagnose daher daheim gekriegt, das Schreiben. Das war für mich ein Schlag voll ins Gesicht. Aber ich wusste ja auch, die können es nicht verstehen. Ne? Ich habe auch ein MRT gemacht, kriegt eine Untersuchung. Ich musste in die Röhre, bin extra nach Gießen gefahren worden. Ich wusste genau, dass die da nichts sehen können, finden können. Ich war ja gesund. Ich war ja gesund. Es war ja nur diese Übergriffe, das war das Unsichtbare, wo ich mit zu tun hatte. Ne? Aber und war das nicht Jesus mit Wirkung schon da? Ich denke, dass er schon. Wenn du da hast und da, ja, weiß ich, was das ist und nicht genommen hast, also da war Jesus nah. Ich nehme an, dass es geht ja nicht nur mit Jesus. Ich habe ja auch meinen eigenen Willen. Ja? Ich bin ja auch so, dass ich, was ich auch nicht möchte. Und jeder hat ja auch seine persönliche Identität. Und mein Ziel war es ja nie gewesen, dass ich jetzt mein Leben lang Tabletten schlucken soll. Oder ich habe mich auch nicht so abstempeln lassen, weil ich wusste und kannte ja die Wahrheit. Jeder Mensch ist anders. Der eine mag gern Tabletten oder so, aber ich wusste ja die Wahrheit. Und dass in vielen Sachen eingelenkt wurde, da hat Jesus schon eingelenkt, weil meine Mutter und die haben sich auch immer, wie gesagt, für mich gebetet. Ne? Er war immer für mich da, er hat mich nicht hängen gelassen. Und er hat auch früher, wo ich noch keine Beziehung, wo ich noch keine Esoterik war, habe ich jetzt auch mal überlegt, da gab es auch immer Sachen. Oder ich habe mein Stoßgebet einfach hochgeschickt, wenn irgendwas war. Das hat man ja auch gemacht. Aber danach wollte ich von Gott nie was wissen. Ne? Da war ich ja auch mein eigenes Ding. Aber ich bin mir heute sicher, mir sind auch früher schon Sachen begegnet, wo ich jetzt auch denke, dass Gott da auch schon gewirkt hat. Ne? Dass er sich trotzdem irgendwie kümmert, auch wenn man dem den Rücken immer zusteckt. Selbst wenn ich dem jetzt den Rücken zudrehen würde und wir kämen wieder auf den Zug, würde er mich wieder aufnehmen. Ja? Also meine Geschichte, das weiß ich, das hat mir Gott auch so mal offenbart, damals, meine Geschichte ist wie die von der Maria Magdalena. Und wer die Geschichte kennt, die war auch von 7 Dämonen besessen. Und Jesus hat sie ja auch frei gemacht. Das hat er mir so nah aufs Herz gelegt, dass man das so in der Bibel so mit mir vergleichen kann. Und so ging es mir auch. Ne? Ich habe eine Frage. Als du in die Psychiatrie gekommen bist, du sagst, dass du da deine Ruhe hattest. Ja. Wie kommst du dann? Zu Hause hattest du die Attacken und dann kommst du dorthin und dann hattest du keine Attacken. Das lag daran, ich habe mich nicht mehr damit beschäftigt, erstmal das, aber ich habe auch die Tabletten genommen, da komme ich zur Ruhe und ich habe da meinen Freund auch noch kennengelernt. Also ich habe das einfach totgeschwiegen da. Ich hatte aber trotzdem noch einen Übergriff gehabt. Ich habe die ganze Sache auch ein Jahr später, ich habe das alles nur unter den Tisch gekehrt. Aber die Sachen ist ja, wenn du deinen Rucksack immer noch hinne hast und du hast schon viel erlebt und da kommt das irgendwann mal hoch. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und bei mir war das, ich habe das immer alles verdrängt. Aber ein Jahr später habe ich ja gesagt, da fing es nochmal an. Ne? Da kam ja diese Wut hoch. Ich habe mich ja irgendwie als Opfer nur gesehen. Ich habe mich immer nur als Opfer gesehen, aber dabei habe ich ja auch Fehler. Ich mache ja auch Fehler. Ich habe auch Sünden begangen. Ja? Ich hatte immer nur Zorn nachher auf die gehabt, wie das nochmal hochkam. Auf die Damen, die mir da das angetan haben. Ich habe die immer als die gesehen und ich habe mich nur als Opfer nur gesehen. Aber ich habe das nachher begriffen, ich habe ja auch Fehler, ich mache ja auch Sünden. Ne? Weil jeder Mensch ist das eben so. Und das kann man nur, dieses Paket kann man ja nur vor Jesus abgeben. Und wie ich das begriffen habe, und das hat eine Weile gedauert, denn Gott, wir sind ja, das ist ja alles freiwillig. Gott zwingt uns ja nicht. Manchmal braucht es länger, manche geht schneller. Und ich habe halt noch mal einen Schlag gebraucht, ein Jahr später, dass ich da reingeraten bin.
Und dann habe ich den, dann habe ich es endlich geschafft. Nee, hättest du nicht gebraucht, den Schlag. Das Ding ist, dass du ja jetzt auch weißt, denke ich mal, dass wenn das Haus sauber ist, ja, dann kommt der Geist und bringt sieben Geister wieder mit. Das weißt du jetzt bestimmt auch aus der Bibel raus, ja. Und wenn man das Wissen nicht hat, ja, dass wenn ich befreit bin oder mich losgesagt habe, ja, dass ich jeden Tag unter Angriff stehe als Christ sowieso, ja, und als Mensch auch, das, und wenn ich als Christ das Bibelwissen nicht habe, dann mache ich ja Fehler. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich das, oder Exorzismus, dass das Teufelaustreibung, ja, Dämonenaustreiben, ja, ja, das können wir im Namen Jesus Christus, ja. Und wenn ich die aber dann ausgetrieben habe und mich losgesagt habe, und das hast du ja wahrscheinlich auch, ja, im Gebet mit dem Pfarrer, ja, wurde ja auch Dämonen ausgetrieben bei dir, ja. Und dann, wenn ich dann nichts mache, jeden Tag geistlich, dann kommt ja, klar, der Geist und bringt sieben Geister mit. Und das ist dir ja passiert. Ich finde es ganz wichtig. Nee, danach nicht mehr. Ganz kurz. Das war ja dann später als da. Wenn du deine Geschichte erzählst, dass du das auch immer miterzählst, bibelmäßig, dass dieser geistliche Kampf, dass die Leute es selber nachlesen können, in der Bibel auch. Finde ich ganz wichtig. Ja. Aber ich hatte ja mal, wie gesagt, nach der Klinik, da hat es ja noch mal ein Jahr gedauert. Dann kam ich ja noch mal in die Esoterik. Dann habe ich Jesus, da bin ich den Weg gegangen. Erst dann. Also nicht in der Zeit, nicht, da habe ich mich nur von allem ferngehalten. Aber ich hatte trotzdem meinen Frieden nicht so richtig. Ich habe immer das unter den Tisch nur gekehrt. Und ich habe das erst ein Jahr später, da bin ich, wie das wieder, die Zorn und alles hochkam, da kam das Ganze hoch. Und dann habe ich den Schritt getan. Hast du das mit dem Geistlichen zusammen gemacht dann? Nee. Die Lossagung? Nein. Ich habe ja gesagt, der Pfarrer hat mir den Weg gezeigt und ich habe mich da hingesetzt und habe das für mich mit Jesus alleine gemacht. Also Jesus ganz alleine, es hat mich keiner frei gebetet und niemand. Ich habe das ganz alleine mit Jesus durchgestanden. Das ist so. Also ich habe es gibt welche vielleicht, dass sie brauchen oder dass sie beten frei, das gibt es natürlich. Es ist bei jedem Menschen auch anders. Ne? Bei mir war das so, ich habe es mit Jesus alleine. Ich habe daheim in meinem Wohnzimmer gesessen, ich habe meine Bibel, ich habe gebetet. Jesus hat mich da einfach so Stück für Stück geheilt. Ich habe auch mal mitten im Gebet, in meiner stillen Zeit mit Gott, ist mir sogar Jesus noch begegnet. Ne? Also ich habe den jetzt nicht gesehen. Aber der war bei mir. Ich habe diese Präsenz gespürt, mitten im Gebet. Und das war für mich schon so, da habe ich sofort gemerkt, das ist Jesus. Also das war auch nochmal so, wo er wirklich auch in meiner stillen Zeit aufgetaucht ist. Und ich habe so geweint und ich habe mich so gefreut, weil ich habe ja sowas früher auch gehabt, nur dass es anders war. Kalt und es war eben diese Wesen. Ne? Aber wo ich dann Christ war und da hat er mich so überrascht im Gebet, da habe ich seine Präsenz gespürt. Da war eine Liebe und ein Frieden da. Und ich wusste genau, der ist jetzt hier bei mir im Wohnzimmer, aber ich konnte ihn nicht sehen. Aber ich habe den deutlich gespürt. Das war so toll. Mario, Entschuldigung, war das auch alles, was du erlebt hast, nur mit dir? Oder hast du die anderen Menschen auch in dieser Zeit beraten, betreut oder so? Also ich muss Gott sei Dank sagen, ich war ja nur ein Jahr in der Esoterik. Ne? Es gibt ja Leute, die sind heute oder wie lange, Jahrzehnte drin. Ich bin nur froh, dass ich noch keine Leute so behandelt habe. Meine Schwester und meine Mutter, die hat das mal, weil ich die überredet habe, aber da hat auch Gott seine Hand drüber gehabt, weil sie ist ja Christin gewesen. Ne? Und wie ich die da so behandelt habe, gelle, da ist nichts passiert. Ich habe keine Menschen behandelt. Ich wollte das alles mal machen, aber ich habe ja gespürt, dass das nicht gut ist, dass das nicht richtig ist. Deswegen war ich ja froh, da wollte ich ja da raus. Ich wollte es dann auch. Wenn man das wirklich will, dann sucht man auch Wege. Und die habe ich ja auch versucht. Aber ich habe ja von den Esoterikern gesagt bekommen, da kommst du nie wieder raus aus dieser ganzen Sache. Es gibt da keinen Ausgang. Du bist hier drin. Und ich habe ja auch gesagt, dass die Seele verflucht ist, dass ich nicht zu Gott komme. Ne? Aber, wie gesagt, ein Jahr später, also dann 2000, dann später 11, da war das ja anders gewesen. Ne? Ich wollte nur mal wissen, Sie haben ja erlebt, diese Finsternis erlebt in der Esoterik. Ja. Erleben das auch dieses Medium oder die Lehre? Ja. Oder erlebt das nicht jeder? Klar.
erleben alle. Klar. Und die haben nicht diese Angst davor? Nee, das ist auch viel Geldmacherei. Also die haben auch Angriffe. Die müssen sich auch immer, auch diese Reiki-Lehrerin, ne? Die muss sich, die ruft auch immer die andere an und lässt sich da auch befreien und machen, das bringt aber nichts. Die gehen auch gerne Leute aus dem Weg und die haben auch, wenn da Leute reinkommen, die merken alles, sie spüren das genauso und die sind auch nicht frei, aber die verdienen viel Geld damit. Die sagen dir das so als Freundin, also ich habe das schon erlebt, die sind so hinterlistig, die machen auch Rituale so und haben da eine Frau zum Beispiel, der ihr Mann hat die betrogen. Und dann diese Frau, die mich auch behandelt hat, diese Lehrerin, und mit der Mutter von dem Mädchen, wo ich jetzt spreche, die ich mal mit der Mutter gesprochen habe, die war voller Sorge, weil die ist auch bei die Frau gegangen und ist behandelt worden. Die hat die auch behandelt und Gespräche, Beratungen gehabt und auch mit der Energie versorgt. Und die hat natürlich die Augen verdreht und alles. Die hat am ganzen Körper so gezappelt. Ne? Das ist auch nicht normal, so ganz schlimm. Und die Mutter hatte mich mal kontaktiert und da habe ich mit der darüber gesprochen. Und diese Frau, diese Reiki-Lehrerin, die heute noch tätig ist, die hatte dann mit der Frau so gut eingesprochen, mit der Tochter immer gut eingesprochen, ich helfe dir, ich kann da was machen. Dann hat die mit einer anderen Esoterikerin, haben die Unterhose von diesem Mann, wo die mit verheiratet war, der fremdgegangen ist, da haben die einfach so weihen lassen. Und dann war das so, da haben die gesagt, so, diese Unterhose, wenn du die anziehst, ne, dann kriegst du deinen Mann wieder zurück. Das war aber nicht so. Das Mädchen, die Tochter, hat die Unterhose angezogen und dann hatte die hier gewirkt von der unsichtbaren Welt. Da hat die Angriffe gekriegt. Die hatten aber ihr Geld verdient. Die sind alle besessen und das sind alles keine Engel, mit denen die zu tun haben. Und die geben sich am Anfang, das ist wirklich, die verkaufen am Anfang alles wunderschön wie ein Märchen. Das wird dir wie ein Märchen angeboten, wenn du da nachfragst. Das hört sich alles toll an. Aber das sagt keiner, hör mal, wenn du das machst, dann kommen nachher wirklich hier so Dämonengeister. Die wissen ganz genau. Die wissen das ganz genau, mit was sie da auch tun. Ich habe es ja rausgefunden, aber ich wollte es nicht mehr weitermachen. Ich wollte schon menschlich gesehen daraus. Ne? Aber die wissen das schon. Und die können keine Hilfe haben. Aber die verdienen halt viel Geld. Und die bleiben weiterhin eine Marionette vom Teufel. Da kann man auch nur hoffen, dass sie es schaffen. Aber meisten wollen es nicht. Ne? Die machen das, dieses Medium da ist heute noch tätig und wie lange das schon her ist. Ich weiß nicht, also ich persönlich, nachdem ich jetzt den richtigen Weg gehe, ich kann es nicht verstehen, wie lange man das überhaupt so aushalten kann. Ne? Aber das ist so. Also ich habe mich damals, wie gesagt, ich habe mich auch nicht schlau gemacht. Gell? Ich habe das einfach blindlings da reingegangen. Aber vielleicht musste ich auch den Weg gehen, um das kennenzulernen. Jetzt, heutzutage, oder kann ich sagen, ich bin eigentlich schon froh, dass ich da reingeraten war. Weil auf die Art und Weise bin ich auf den richtigen Weg gekommen. Und habe dann wirklich so, dass ich dahin gekommen bin, wo ich wollte, und habe es auch begriffen, was es bedeutet. Meine Mutter sagte immer, du musst dich bekehren. Ich muss mich bekehren, muss ich bekehren. Das hörte sich immer so streng für mich alles an. Ne? Aber ich habe es nachher verstanden. Ich habe nachher auch zu Gott gesagt, oh, ich wünsche, ich hätte schon als Kind dich angenommen. Dann hätte ich mir viel erspart. Ja, aber man, du heute in die Gemeinde auch irgendwo? Ich gehe in die Freie Evangelische Gemeinde in Lixfeld, ja. Die ganzen Weihungen und Ablösungen, alles, was sie da an Ritualen gemacht haben, haben die das auf Deutsch gemacht? Hast du alles verstanden? Ja, ja. Und das ist noch schöner, das geht auch ohne Telefon. Fernreiki und so nennt sich das, Fernweihungen, das gibt es auch. Da war ich mit einer verabredet, da hatte ich gesagt, du legst dich um die Uhrzeit auf deine Couch und dann weihe ich dich. Ich lag auf der Couch und die war irgendwo anders, nicht am Telefon und gar nichts, die hat das dann gemacht und ich habe das dann daheim gespürt. Es ist wirklich so. Ja, das hat er ja. Am Anfang hat er noch versucht, mich auf seine Seite zu behalten. Das ist ja auch ein geistlicher Kampf. Ne? Der Teufel versucht, dich immer wieder zurückzuhalten und Jesus möchte aber, dass du kommst. Und das ist schon, die wollen dich nicht loslassen. Ja? Aber ich wollte das ja eh nicht mehr. Und ich habe ja, sobald ich gemerkt habe, dass was war, und ich muss noch was dazu sagen, ich habe Tag und Nacht, wo ich angefangen habe, mit Jesus den Weg zu gehen, Tag und Nacht
Ich habe ja auch nachts Angst noch gehabt am Anfang. Ich habe gesagt, es hat ein Jahr gedauert, die Heilung mit Jesus, wo der mich geheilt hat vor der ganzen Sache. Da habe ich jeden Abend und nachts, wenn ich nachts Angst gekriegt habe, oh, wenn ich wach wurde, ist jetzt hier irgendwas, da habe ich das Vaterunser gebetet oder das Glaubensbekenntnis. Auf der Arbeit gesessen, wo ich auch viel gespürt habe, überall. Ich habe immer im Gedanken, das Vaterunser, Glaubensbekenntnis, das habe ich auswendig näher gelernt am Anfang, das habe ich nur noch runtergeradert. Wenn ich mich unwohl gefühlt habe, dann habe ich das immer im Stillen gebetet. Und was ich auch gelernt habe, ist, wo ich dann Christin nachher längst war, wenn ich weiß, weil ich habe ja den Teufel kennengelernt, dass der gedanklich die Menschen manipuliert und dann auch so das benutzt. Und wenn ich gemerkt habe, dass mir irgendeiner mich angreifen wollte, dass ich wütend werde oder sonst was, je nachdem, was er gesagt hat, da habe ich einfach im Gedanken gesagt, das kannst du ja nicht laut sagen vor den Menschen, die keine Christen sind, die das nicht verstehen. Aber ich habe gemerkt, dass der Teufel den Mensch gerade benutzt, um mich hier irgendwie zu ärgern, anzugreifen. Ich habe die Sache ja kennengelernt. Und dann sage ich mir im Gedanken, schweige Satan, denn ich bin ein Kind Gottes. Im Namen Jesu, Amen. Und dann habe ich sofort Ruhe. Also ich kenne den Unsichtbaren, weiß ich, damit umzugehen, dem die Schranke auch so noch mitzuweisen. Das kann ich auch schon mit Gedanken machen. Wie ist das mit Heilpraktiker, Nichtraucherspritze? Da kann ich leider nichts zu sagen. Also das ist wahrscheinlich auch ein Spektrum, keine Ahnung, gell, was da... Heilpraktiker generell? Das kommt darauf an, was die anbieten. Also das ist wahrscheinlich jemand in der Richtung, dass man da im Vortrag jemand hat, der das selber irgendwo praktiziert. Weil es gibt ja so viele Praxen mit Esoteriker, die Sachen machen. Aber was ich überhaupt, was alle auch schlimm ist... Nee, also was auch, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort, Homöopathie, Esoteriker, ja, die haben auch damit zu tun. Da habe ich auch schon mal eine gehabt, die hat sich bei mir gemeldet aufgrund der Sendung, die war auch mit so einem, der auch mit Homöopathie behandelt worden, die hat Übergriffe nachher gehabt. Oder diese Ärztin, die Zahnärztin, wo ich dann eher nicht mehr hingegangen bin, den Stopp von den Füßen habe ich mir abgeschüttelt, sollte ich. Wir haben einen anderen Ärztin gesucht. Zum Beispiel auch da. Ne? Das ist einfach so. Die Sachen, was die da machen, das hat alles mit dem, was die da auch jetzt so anbieten. Ja, ist so. Und das ist auch, da gehe ich auch aus dem Weg, aus den Sachen. Dann halte ich mich dann auch fern. Ne? Es war sehr schwer. Danke, Marion. Es war sehr, sehr schwer. Weil ich habe ja als Übergriffe, ich habe auch mehrmals krank werden müssen. Ich kam gar nicht mehr aus dem Bett, weil ich nachts total fertig war. Ich habe ja körperlich, psychisch, da war alles im Arsch bei mir. Muss man echt sagen. Ich war total fertig. Ich konnte ja kaum noch schlafen. Und selbst... Macht's gut. Nein, wenn ich fragen darf, sind die Ringe dann von Gott? Die schönen Ringe, die du hast. Sind ja, das ist normaler Schmuck. Das ist normaler Schmuck. Ich kaufe nichts aus esoterischen Sachen. Also ich glaube, da kenne ich mich sehr gut aus. Aber ich wollte nur sagen, diese Zahnärztin zum Beispiel, wegen Homöopathie, da hat das nachher auch so Sachen angeboten. Und meine Mutter, die war nachher noch auch in der Behandlung. Danke. Bitte. Meine Mutter war auch in der Behandlung bei dieser Ärztin, die ich ja nachher gewarnt habe. Ne? Und da kam die mit einem Mittel nach Hause, was sie dann auf ihr Zähne schmieren sollte. Sag ich, gib mal her. Und da habe ich das gelesen, gegoogelt, Homöopathie-Zeug. Sag ich, Mama, das schmierst du dir nicht in den Mund. Feierabend. Habe ich sie aufgeklärt und hat sie nicht gemacht. So ist das. Es ist sehr anstrengend. War das an einem bestimmten Jahrestag gekoppelt oder wenn der Mond? Das sind Sachen, die macht man jeden Tag. Man kriegt da schon, man hat von Kundalini und alles Mögliche, kriegst du Ordner und von all den Weihungen, da sind Symbole drin, die du auch so nachmachst oder auch Sachen, die du aufsagst. Ne? Also so viele Rituale und so viele Sachen, das braucht man gar nicht. Oder ich habe zum Beispiel, ich hatte mir damals in Esoterik so eine Kette gekauft, das ist so ein Talisman, ja, der soll dich schützen vor all den Dämonen und alles mögliche. Ein teures Teil habe ich mir gekauft.
bei AstroTV im Lader, kannst du bestellen. Ich hänge mir oben und denke, so, jetzt kann mir keiner mehr was. Ne? Man zieht ja gerne mal so einen Schmuck an, der schützen soll. Gell? Hat nichts genutzt. Das Ding hat auch nichts genutzt. Hat mich nur Geld gekostet. Aber es hat mich auch nicht von den Dämonen. Trotzdem Angriffe. Also auch Glücksbringer oder Talisman, was man alles manchmal kaufen tut. Oder hier Steine. Ich sehe heute noch Leute, die auch so diese Heilsteine tragen mit so einem schwarzen Band. Und dann hängt da der Amethyst dran oder der Bergkristall. Da gibt es ja ganz viele, auch die stehen ja auch in der Bibel, auch die Steine. Aber das ist eine ganz andere Bedeutung, wie jetzt, was die haben. Ne? Und das sehe ich sofort, wenn die Leute solche Ketten tragen, da weiß ich schon genau, was die damit vorhaben. Also Rituale, die ich da gemacht habe, waren schon mal zum Selbstschutz und Egoismus. Für mich habe ich viel getan damit. Es sollte viel egoistisch. Es ist ja, du arbeitest mehr für dich selber und für sich selber und man tut nur so, dass man Geld verdient und machen kann. Aber als Christ ist das ja völlig anders da. Da guckst du nach anderen, da hilfst du da und machst da. Und vor allen Dingen, du brauchst keine Rituale, du brauchst kein Amulett, du brauchst gar nichts. Du brauchst keinen Stein, du brauchst nichts. Du musst einfach nur mit Gott sprechen. Und du brauchst gar nichts mehr. Das habe ich auch näher begriffen. Aber es ist, wenn man diese Sachen macht, ist sehr egoistisch. Man tut damit beten, man tut sich damit Geld erhoffen und man macht Rituale für Geld, für Wünsche und manche Sachen werden auch erfüllt vom Teufel. Auch Finanzen und so, das erfüllt er auch. Was die Leute da anrufen und die Zukunftsprognosen, die auch eintreffen, weil das kann der Teufel, weiß das auch. Aber wie ich schon sagte, es hat seinen Preis. Es hat alles seinen Preis, wenn man das hat. Kann der Teufel, der kann dir alles schenken, der kann dir alles geben, Gesundheit und alles. Aber es ist was völlig anderes, wenn es von Jesus was kommt. Ich werde auch finanziell und Gott hilft mir auch mit allen Lagen. Ne? Aber wenn das vom Teufel kommt, da bist du nicht, da hast du aber keinen Frieden und Ruhe nicht. Das ist ganz anders. Das sind ganz schlimme Sachen. Das hat immer eine Forderung. Die Seele fordert es und du wirst auch krank. Weil wenn Jesus mich heilt oder ich habe eine Krankheit und er heilt mich, dann geht das nicht so jetzt hier, jetzt gib mir mal Geld dafür oder hier, du fordert was von mir, da kommt gar nichts, dann ist das okay. Aber wenn der Teufel, wenn du von dem was erwartest und er gibt dir das, macht er gern. Aber dann hast du auch was zu geben und das ist nicht schön. Ne? Das hat schon, also das sind schon toll, wenn du kannst ganz viel Geld, du kannst Sachen damit verdienen mit dem Teufel, der schenkt dir alles. Aber es hat seinen Preis. Du wirst nie das finden und niemals Ruhe haben, nur noch schlimmer und krank werden kannst du. Und das habe ich schon von vielen Leuten erfahren, die sich so eingelassen haben, die auf einmal anfangen und sagen, oh, ich habe Depressionen, ich habe Verfolgungswahn, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht mehr alleine zu Hause. Und dann hat man das schon. Ne? Das hat alles seinen Preis, was man sich da Rituale und alles, was man sich einen Mensch wünscht oder einen Partner wünscht, das kann man alles machen, das kann auch alles passieren und trifft dann auch ein. Aber es hat seine Folgen, völlig Folgen. Und Gott fordert so nicht. Ne? Und der tut auch nicht, wenn dir einen was schenkt, dass du da irgendwas zurückfordern musst. Und wenn er was schenkt, hast du trotzdem deinen Frieden und deinen Ruhm, das ist Freude. Aber bei dem anderen kannst du sowas gar nicht erfahren. Da ist nur Kälte, da ist keine Liebe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meine Liebe für Ausländer so kriege. Ich war nie ein Ausländerhasser, aber ich habe damals, als ich da mit Jesus unterwegs war und ich war so richtig schön geheilt, da habe ich sogar Flüchtlingsdienst gemacht. Ich musste bei 90 Flüchtlingen hat er mich hingeschickt, wie die kamen hier rüber. Ich habe noch nie was mit damit Ausländern zu. Ich hätte noch nie gedacht, dass ich so ein Herz für so Leute habe. Da habe ich habe fast über ein Jahr Flüchtlingsdienst gemacht. Also Sachen zum Beispiel, das gäbe es in der Esoterik gar nicht. Wenn du da irgendwelche Sachen machst, das ist nicht mit Liebe, das ist nicht mit Freude, das ist einfach ein Zwang. Und es hat viel mit Egoismus zu tun. Ne? Und das ist bei Gott was völlig anderes, wenn du mit dem lebst. Ganz anders. Und da brauchst du auch gar nicht mehr. Ich kann auch für einen Partner beten und er schenkt mir ein oder wie auch immer. Und er, seine Zeit ist immer anders da, als wir es uns manchmal wünschen. Ne? Aber bei mir hat jetzt keiner mehr einen Einfluss von den Esoterikern. Da hat Gott seine Hand drüber. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, es gibt ja diese weiße Magie.
Ja, das habe ich auch immer gesagt bekommen. Nee. Ich habe das immer wieder gesagt bekommen, das kriege ich auch heute noch von den Leuten gesagt. Viele sagen, ja, es gibt ja die weiße Magie und es gibt die dunkle Magie. Nein. Das, was du damit alles zu tun hast, hat nur mit Dunkelheit zu tun. Es hat nur mit dem Teufel zu tun. Alles, was in die Richtung geht. Es gibt keine weiße Magie. Ich habe immer gesagt, kriege ich auch von den anderen, ja, dann hast du nicht mit weißer Magie gearbeitet. Du musst bei einer hingehen, die mit weißer Magie arbeitet, von den Esoterikern. So, die Regellehrerin, okay, dann macht die keine weiße Magie. Dann macht die nur dunkle Magie. Nee, die haben alle nur dunkle Magien. Da ist kein einziger, weil da ist kein Gott vorhanden. Es ist nicht Jesus, der da wirkt. Das würde Jesus würde den Menschen sowas gar nicht antun, was da passiert. Sowas nicht, nein. Aber das höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, habe ich auch immer gesagt, du musst den Unterschied kennenlernen. Oder dann war die nicht sauber, dann geh mal zu der anderen hin, die ist sauber, geh du dahin. Dann bin ich dahin und die war auch nicht sauber. Das ist immer dasselbe. Die sind alle verflucht, die haben alle mit dem Teufel Verträge. Ne? Das hat nichts mit Gott und Weiß- oder Schwarzmagie, das ist alles vom Teufel nur. Ja, ist es aber, weil ich habe es ja kennengelernt. Also ich habe jetzt von keine Magie, ich habe jetzt keine Energien mehr oder so, nichts mehr, gar nichts. Ne? Also ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Man kann jetzt auch beten oder als Christ tut man ja auch Hand auflegen, aber das sind zwei verschiedene Geister. Die machen auch Heilungssession und machen Energien und legen Hände auf. Das ist ja eben auch das, was viele Menschen verwirrt. Das war für mich am Anfang auch, das muss ich sagen, für mich auch am Anfang ein bisschen komisch. Wenn du aus der Esoterik kommst, weil da wird ja auch Hand aufgelegt, da wird auch, wo die beten, ne, das ist aber ganz andere Rituale und andere Gespräche, das kann man gar nicht damit vergleichen, das ist was ganz anderes. Da fließen auch Energien oder auch Heilungen durch. Und das passiert aber auch, wenn die Christen auch für einen beten, ne, und Heilung, und geschieht Heilung, weil das passiert, da wirkt auch Gott. Aber da muss man überlegen, das sind zwei verschiedene Geister. Das ist der Heilige Geist, der da wirkt, bei den Christen auch. Ne? Der da durchwirkt. Der Gott, der das macht. Aber bei den anderen, da hat das nichts damit zu tun mit Gott. Da gibt es doch auch die Geistheiler. Ja, das ist auch alles. Auch Indianer, das ganze Zeug. Alles, die hat, die Reiki-Lehrerin, die hat auch von Indianern, war die im Zelt und alles, die hat von Indianern ist die eingeweiht und alles worden. Also das ganze Zeug hat alles damit, ist alles, da ist alles, genau, Schamanismus, ist alles, auch wenn das von Indianern kommt und alles, ist es alles teuflisch. Da ist auch einer, der bei der Sendung zum Beispiel erzählt, ne, Schamanismus, das ist alles Täuschung, das hat alles mit dem Teufel zu tun. Werden die angesetzt, um dann die anderen, den anderen zu schaden? Oder begreifen die das auch wirklich, wie man das tut? Also ich denke mal, wenn es so ist, also ich habe schon erlebt, dass Christen, die sind auf eine Wahrsagerin zugegangen, die hat da auch überall Leute da wahrgesagt, ne, Zukunftsprognosen gemacht, da kamen Christen, sind mal auf die hingegangen, da hat die gesagt, ihr könnt gerade gehen, bei euch habe ich nichts zu sagen. Weil da ist Blut Christi, da haben die überhaupt keinen Einfluss drauf. Und auch wenn man Christ ist, ich kann auf die Menschen zugehen, ja. Ich kann mit denen auch sprechen, ich kann auch für die beten. Ich habe ja keine Angst mehr davor, ja. Auch wenn ich das selber fand, das ist ja, das sind ja Leute, die mir auf dem Herzen liegen, um auch denen zu helfen daraus, ne. Und da habe ich keine Angst mehr davor. Ich sehe den Menschen an, ja, und nicht das, was dahinter ist. Ich helfe den Menschen mit Jesus. Und du kannst nur, auch sowieso kann man mit so Sachen nur mit Jesus reingehen, mit Gebet. Ne? Weil das ist schon heftig. Ich meine so, wenn deine Familie dir gesagt hat, komm zu Jesus, ja, geh da weg von der ganzen Esoterik, kann man davon ausgehen, dass die Dämonengeister dich gebraucht haben, um deiner Familie zu schaden? Also ich kann sagen, meine Eltern, die haben gelitten. Das ist auch immer ganz schön schlimm gewesen. Meine Mutter, die ist ja, wie gesagt, die war ja Christin, mein Vater auch.
die haben ja, wie gesagt, auch schwer um mich gekämpft. Ne? Die haben immer wieder gesagt, Kind, das ist nicht das Richtige. Aber ich habe darauf gehört. Aber meine Mutter, die hat ja auch Zeugnis mitgegeben in der Sendung. Die hat auch bei der Sendung vorher Angriffe erlitten, genau wie ich, weil der Feind schon nicht wollte, dass ich das erzähle. Aber ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten, ich bin ja mit Jesus. Und meine Mutter, die ist damals bei mir oben in meine Wohnung reingegangen und die hat das gemerkt, da war wie ein kalter Hauch. Die hat sofort die Tür wieder zugeschlagen, weil es richtig gespuckt hat im Haus. Die haben auch Angst so gehabt, ne? Aber die mussten da durch, die haben auch mitgelitten, aber die haben immer weiter gebetet auch. Die hat ja gesagt, der Teufel ist hier im Haus. Ne? Das kriegen auch andere, kriegen das zu spüren, dass da was im Haus ist. Das kriegen andere mit. Aber ist man das als Mensch sehr schwach, wenn da so eine Gefahr? Also ich finde das im heutigen Thema eine Lesung, warum ich das 10 Jahre Depression habe. Ich habe Freundin, wo mich vor 20 Jahren, also 15 Jahren, Behandlung hat mit 3 Kindern. Erst jetzt wird mir einiges klar. Ja, das ist, es ist genauso. Ich habe ja mal jemanden, der hat sich auf die Sendung auch bei mir gemeldet. Der hat die Sendung mitgekriegt von ERF. Dann hatte der junge Mann aus Bayern, der rief mich an. Der hatte nie was mit Esoterik zu tun gehabt, wollte der auch nicht. Aber der war krank, der Mann. Da hat er gegoogelt und ist auf so eine Seite da von einer Reiki-Lehrerin gestoßen. Und die hat ihn einmal da behandelt und da hat sofort gespuckt da. Und er hat nichts mit Praktiken daheim gemacht. Er hat sich nur einmal behandeln lassen. Und in der Familie hat es derartig gespukt. Ganz schlimm. Und der hatte mich dann angerufen aufgrund der Sendung. Da habe ich den ja auch seelsorgerisch monatelang betreut, die Familie. Da sogar die 5-jährige Tochter, die ist zu den Eltern gegangen und hat gesagt, ich unterhalte mich hier gerade mit den Geistern. 5-jähriges Kind, die damit nichts zu tun gehabt hat. Nur weil der sich einmal hat behandeln lassen. Und der hatte auch Übergriffe. Der lag im Bett mit seiner Freundin, der ist vergewaltigt worden, die Freundin hat es gesehen. Die habe ich auch da rausgeholt. Also ich habe die auf Jesus auf den Weg gebracht und das war für mich auch nicht leicht, ne? Weil der Teufel funkt da immer rein. Aber ich habe das mit denen auch durchgestanden und die haben, Halleluja, sind sie gerettet und haben Jesus angenommen, Friede. Und das nur, der hat gar nichts gemacht wie ich, nur einmal behandelt, hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist. Einfach nur einmal und schon spuckt es im Haus ganz schlimm. Und das weiß ich noch, das sind nachher noch vor Ort, habe ich mit Christen noch Kontakt aufgenommen. Die sind ins Haus und haben das Haus dann auch frei gebetet. Ja? Mit ein paar Mann, mit Untergebet. Weil das kann auch manchmal heftig sein, das soll man nicht unterschätzen. Aber wir sind ja unter Gottes Blut. Schutz. Daher, und ich habe auch keine Angst mehr. Also wenn ich manchmal mit so Leuten rede, die damit zu tun haben, dann sage ich schon immer, ja, der hat ja eh schon verloren. Ich mache da immer meine Scherzchen darüber, das mag der ja nicht. Ne? Ich kann ihm schon mal ein bisschen die Klatsche geben. Ich belustige mich über den Teufel teilweise, wenn ich mit dem irgendwo in Kontakt kommen muss, wenn ich der Leute helfen tue. Aber ich habe keine Angst davor, sondern ich tue dem schon mal ein paar Bibelverse zitieren oder sage, du hast so eh verloren, was willst du denn? Ich belache mich dann darüber, weißt du? Ich sehe das mit anderen Augen an. Also ich bin, glaube ich, so gestärkt da drin, dass ich damit klarkomme. Aber es hat ja auch ein Jahr lang bei mir gebraucht, dass ich überhaupt darüber reden konnte. Ne? Kann ich noch kurz was fragen? Welche Rolle spielen ätherische Öle in der Esoterik? Also wozu werden die genutzt? Also ätherische Öle sind in einer Sache im normalen Bereich ja nicht schlecht. Ne? Aber die haben ja auch Öle, die sind alles wieder auch okkultisch zu tun hat, teuflisch. Ich habe ja damals auch so schöne gehabt, oh, Düfte mit Erzengel Michael, extra Duft und so Sachen. Ne? Das ist, also wie gesagt, aus diesen Läden gar nichts kaufen. Ich hab auch so Duftöle, ne? Die nehme ich zu Hause. Aber ich würde aus dem Laden nichts kaufen. Aber ich kann persönlich sagen, wenn ich in einer Nähe von so einem Laden komme, ich habe keine Angst. Ja, aber ich spüre diese Energie, was da rausfließt. Da ist ganz schön heftig. Aber man muss aufpassen, was man einfach, sollte man von denen da nichts nehmen. Man kann Öl, man kann Steine, man kann sämtliche Sachen auch so kaufen, da braucht man keine Angst zu haben.
Aber es gibt in den Läden und überhaupt in vielen Sachen, wo das vertreten ist, Homöopathie und so Sachen, da sollte man einfach die Hände und Finger von lassen. Reiki, alles, was die so anbieten. Und lieber mal Sachen hinterfragen, wenn irgendwas ist, was angeboten wird, was man lassen. Lieber erstmal, ich habe es damals nicht gemacht, gell? Aber es ist besser, wenn man sich lieber mal Fragen tut vorher, informiert, bevor man irgendwas annimmt, gell? Weil das, wie gesagt, das Reiki, das bietet ja jeder an. Überall stehen die Buddhas und die bieten überall an, gell? Die Läden gibt es überall. Weihnachtsmärkte, da stehen auch die Läden dazwischen und verkaufen ihr Zeug, ne? Die sagen mir alles so positiv, das ist alles positiv. Aber es gibt keine Heilsteine, die einem da so irgendwie helfen. Ich habe einen gekriegt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, das soll von die Energie von Erzengel Michael. Ich habe mir den Abend umgehängt, da flossen da Energien durch, mich hätte es bald von der Couch gehauen. Den habe ich abgezogen. Also das ist auch kein Scherz, gell? Das ist wirklich so. Aber wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt, wo ich in der Türkei im Urlaub mal war, da habe ich jetzt so, mir so einen Stein habe ich gekauft, aber ganz neutral gekauft. Da ist gar nichts, ne? Den habe ich als Deko da stehen. Aber ich würde selber, wenn ich merke das und ich weiß es ja, weil ich ja eben aus der Sache komme. Wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe dann, ich weiß sofort, dass das esoterischer ist, ne? Dass da Läden sind mit anderen schönen Sachen, dann stehen da Engel und sonst was. Und ich merke dann mit den Steinen und so, wenn ich schon lese, der Amethyst, der hat die und die Fähigkeiten, der kann dir das freisetzen und der Bergkristall und das. Also wenn ich schon die Steine und ich sehe schon, dass die eine Wirkung haben sollen, dann weiß ich genau, das kommt von der Esoterik her. Also alles vom Teufel. Und da lasse ich sowieso die Finger davon. Gell? Das sollte man aufpassen. Das sieht zwar schön aus, aber es ist wirklich alles, das wird alles von denen geweiht. Und das ist alles so, wird das bearbeitet, durch Energien bearbeitet, die Sachen. Ich bin mir sicher, wenn ich mir jetzt einen ganz normalen Bergkristall irgendwo kaufen würde, würde mir so eine Kette anziehen, da würde mir gar nichts passieren. Aber das kann man aus den Läden nicht nehmen. Ich habe meine Sachen damals selber auch mitgeweiht. Ne? Wenn ich was gehabt habe, habe ich auch immer schön geweiht. Und ich hatte machen müssen, dass die Energien und überhaupt, dass du da irgendwelche Sachen dir hingeklebt hast, was die Strahlen weghalten soll. Das ist alles Blödsinn, die Wasseradern und lauter so ein Scheiß. Die Leute legen sich die Sachen in das Bett, damit die Smog und alles weggehen soll. Das hat alles mit Esoterik zu tun. Das ist alles gar nicht notwendig. Die verdienen viel Geld damit. Auch Kinesiologie. Es gibt viel. So viele Sachen, das ist ja wie gesagt, das fängt mit Kleinigkeiten an, weißt du? Es fängt mit Kleinigkeiten an und dann kommt das immer mehr. Das ist wie wenn einer mit, ja, es gibt wirklich welche, die, das ist mittlerweile schon, was da noch alles mehr gibt, da kann ich gar nicht mehr drüber reden, weil ich verfolge das gar nicht mehr so. Aber da gibt es immer noch viel mehr Sachen. Schlimm. Ich habe mal selber mir Videos mal angeschaut zwischendurch, was bei so Heilungssessions und so passiert, dass die Leute da umfallen und aber wirklich total ganz schlimm, was die da rumzappeln und alles, das ist richtig furchtbar. Also, ne, das hat nichts mit Gott zu tun, in der Richtung nicht. Ich habe noch eine Frage, gibt es vielleicht auch Literatur, die wir noch empfehlen können, Menschen, die so sehr damit, oder die so, also ich habe meinen Freund, das auch jemand, die so, ja. Die streckt sich gerade nach allen Esoterischen auf. Ja. Da würde ich gerne mal was auch an Literatur entgegenhalten. Also, ich denke mal, dass man da vielleicht, klar, es gibt auch von ehemaligen Esoterikern auch in christlichen Buchläden oder so, dass da auch Leute auch berichten über sich selber. Man kann aber auch zum Beispiel, jetzt in der Sendung, wo ich war, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ERF, Mensch Gott, da berichte ich auch darüber. Das sind auch andere zum Beispiel, die da berichten. Und was jetzt so Bücher angibt, da gibt es auch Sachen, da würde ich mich mal im christlichen Buchladen da mal befragen, von so Sachen, die einen da aufklären. Und natürlich auch mit der Bibel empfehlen. Aber, was auch wichtig ist, man muss damit man muss vorsichtig dran gehen. Nicht so gleich mit der Klatsche umhauen, weil ich weiß das von eigener Erfahrung, weil man stößt alles ab. Auch ich brauche da ein bisschen Feingefühl mit dabei. Ne?
Aber da würde ich mich mal, also was die Literaturen so angeht, da würde ich mich lieber mal auch in so einem christlichen Laden mal befragen. Da gibt es auch genügend, auch denke ich, Esoteriker, die auch berichten und auch warnen, so denke ich. Das ist genau. Stormy Amatjan heißt diese Frau. Die war selber mal auch Esoterikerin. Die ist jetzt auch überall, dass die auch Vorträge und hält. Auch im Fernsehen war die schon. Und die hat auch dieses Buch. Das ist wirklich gut. Ich habe das auch erst gar nicht gewusst, dass das eine war, Esoterikerin mal früher. Ich habe das erst nachher mal rausgekriegt. Aber wenn Sie wollen, ich kann Ihnen auch mal meine Handynummer geben. Wir können uns auch mal austauschen. Vielleicht kommt sie auch mal zum Gespräch, dass man vielleicht mal mit anderen. Ich habe da auch kein Problem mit, wenn jemand möchte, dass ich vielleicht mal mit jemandem in der Richtung spreche, die vielleicht in der Sache auch mit drin sind, wäre nicht schlimm. Aber wenn auch jemand jetzt gerne auch noch ein Gebet oder irgendwie haben möchte, dann kann er auch kommen. Dann beten wir auch dafür, machen wir auch. Also kann sich auch jeder, wer das möchte, wir beten auch. Oder wenn noch jemand vielleicht Jesus noch nicht angenommen hat, kann man auch, wenn das möchte. Wir können gerne helfen und beten mit. Okay.